Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir freuen uns sehr auf diesen Jahresausblick 2024 und begrüßen Sie dazu sehr, sehr herzlich. Nach dem Börsenboomjahr 2023 mit der Performance von im Schnitt größer 20%, wenn man die Big Seven berücksichtigt hat oder generell in der Nasdaq allokiert war, dann war das ein sicherlich extremes Boomjahr. Was bringt uns das Jahr 2024? Diese Frage stellt sich uns. Und was erwartet Sie also in diesen kommenden 90 Minuten? Ein Jahresausblick, Jahresauftakt, Jahresprognose. Ja, kommt es anders, als man meistens zweitens denkt? Carsten Mumm trifft Volker Hellmeier. Zwei ausgewiesene Experten blicken gemeinsam auf die Wirtschaftstrends jetzt in 2024. Ich gebe Ihnen noch mal kurz ein paar Themeneckpfeiler: die wirtschaftliche Transformation 24 plus, Vertrauen, Misstrauen in die europäischen Volkswirtschaften, globale Verschuldung, Inflationstendenzen, Kapitalmarktzinsen, welche Richtung nehmen diese? Globales Wahlfieber, globale Konfliktfelder, eine Gemengelage ohnegleichen, könnte man meinen. Und am Schluss der Veranstaltung wollen wir auch noch etwas zu Allokationen und Prognosen innerhalb der Assetklassen hören. Ja, diskutieren Sie gerne mit uns. Das ist noch ein wichtiger Hinweis. Der Chat ist offen. Sie dürfen gerne dort Ihre Fragen, Ihre Statements eintragen. Die Zahlen werden nur wir als Moderatoren lesen. Also seien Sie so frei und tragen sich dort ein. Und dazu, wie eben schon erwähnt, Carsten Mumm trifft Volker Hellmeier, möchte ich dich, Volker, sehr herzlich begrüßen an diesem Morgen. Herzlich willkommen in diesem Talk. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Wir haben uns sehr gefreut, dass du auch so spontan zugesagt hast. Was heißt spontan? Wir haben schon seit längerer Zeit geplant, aber als ich dich anrief, hast du sofort Ja gesagt. Also danke für deine Zustimmung auch. Ich stelle kurz noch den Volker Hellmeier vor. Bekannt ist er aus Fernsehauftritten der ARD, aus NTV, Wirtschaftskanal, Bloomberg und dem Norddeutschen Rundfunk und sonstigen Medien, muss man ja eigentlich auch sagen. Er analysiert und prognostiziert. Vor allem aber findet er, wie ich finde, immer sehr deutliche Worte zu den nationalen und internationalen Wirtschaftsgeschehnissen. In seinem Buch Klartext oder Endlich Klartext hat Volker Hellmeier das Wirtschafts- und Finanzsystem der USA kritisch unter die Lupe genommen. Er analysiert, wie so oft in vielen Sektoren, aber eben hier auch die komplexen Vorgänge an der Börse und in den Währungssystemen und bringt dem Leser fundiert, aber eben auch, wie es so sein Stil ist, wie es dein Stil ist, Volker, unterhaltsam nahe. Deine Stärke, seine Stärke besteht darin, kritische, aber eben auch konstruktive Analysen der aktuellen Lage von Wirtschaft und Politik zu stellen. Und dabei liest du der Politik und der Wirtschaft, so habe ich es in einigen Podcasts von dir auch schon vernommen, doch ab und zu gehörig denen die Leviten, sagt man. Volker ist 1961 in Hamburg geboren. 1984 begannst du bei der Deutschen Bank als Devisenhändler. 1995 holte dich die Landesbank Hessen-Thüringen als Chefanalyst. In gleicher Position wechselst du dann 2002 ja, zur Bremer Landesbank. Und 2018 tratest du dann in die neu gegründete Solvecon Invest GmbH als Teilhaber ein. Und seit 2022 bist du Chefvolkswirt bei der Netfonds AG in Hamburg. Und ebenso begrüße ich Carsten Mumm. Guten Morgen, Carsten, ich grüße dich. Hallo, guten Morgen. Freue mich ebenso dabei zu sein. Ich glaube, wir haben einiges zu besprechen. Ja, durchaus. Und ich möchte auch Carsten Mumm an der Stelle einmal vorstellen. Viele von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und Sie sind heute sehr zahlreich angemeldet und wir danken an dieser Stelle auch für Ihr Vertrauen in unsere Talks, die wir für Sie vorbereitet haben und umsetzen. Also nochmal danke für das große Vertrauen in die große Zuhörerschaft auch heute Morgen. Ja, zu Carsten. Carsten ist seit 2003 bei uns bei Donner Reuschel hier im Bankhaus und ist seit 2017 unser Chefvolkswirt. Auch zu ein paar Eckpfeilern, die für Carsten wichtig sind. Du bist gelernter Bankkaufmann und studiertest als Diplom-Volkswirt und bist seit 2006 qualifizierter CFA. 2010 führtest du dann die zwei Banken, Donner und Reuschel, also die Asset Management-Einheiten zusammen und leitest diesen Bereich bis 2017. In der Öffentlichkeit und Medienlandschaft bist du
bekannt. Ich will nicht sagen wie ein bunter Hund, vielleicht aber doch in sehr, sehr großem Umfang. Und seit 2017 bist du auch Lehrbeauftragter an der International School of Management und Mitglied im Verwaltungsausschuss des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte Schleswig-Holstein. Seit 2021 bist du Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik des Bundesverbandes Deutscher Banken. Und deine Stärke, Carsten, das kann ich immer wieder nur feststellen, ist, die globalen volkswirtschaftlichen Zusammenhänge pointiert zu überblicken, zusammenzufassen und dann komprimiert und strukturiert zu spiegeln und daraus dann auch entsprechende Schlüsse und Empfehlungen abzuleiten. Mein Name, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Frank Kuhn. Ich begrüße Sie eben nochmal an dieser Stelle sehr herzlich im Namen aller und auch im Namen von Donner Reuschel. Ich bin hier oder wir sind hier aus dem Bereich Investor Services unserer Bank und ich bin zuständig für den Bereich Marketing and Sales Support für unsere Kunden und das sind die Fondsinitiatoren und Asset Manager. Kleine Werbeschleife. Wenn Sie eine Verwahrstelle suchen, die die Dienstleistung zum Betrieb eines Fonds realisiert, dann sind Sie bei uns an der richtigen Quelle. Wenden Sie uns sehr gerne sich an uns und fordern Sie uns dabei. Wir möchten uns gerne stellen. Zur Orga noch zu diesem Talk. Dieser Chat ist offen. Ich hatte es erwähnt. Tragen Sie sich gerne ein. Stellen Sie Ihre Fragen. Geben Sie Ihre Statements. Wir als Moderatoren lesen diese Chat-Nachrichten allein. Der Jahresausblick wird zum Nachweis dessen, was hier gesagt wurde, aufgezeichnet. Nein, natürlich nicht dafür speziell, sondern dafür, dass Sie diesen Talk noch einmal nachhören können. Sie erhalten diese Aufzeichnung dann im Anschluss mit entsprechenden Shownotes auch zeitnah. Dazu gibt es nachher noch kurz eine Anmerkung. Und bevor wir durchstarten, meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir doch noch einige Worte zu einem mich persönlich sehr betroffen gemachten Ereignis und aber auch viele Kollegen von mir oder einige Kollegen, die auch dort involviert waren und diesen Menschen kannten. Es geht mir darum, ein paar Worte zu verlieren über Professor Philipp Sandner. Vor 2 Wochen erfuhren wir von seinem plötzlichen Ableben und er war sicherlich einer der renommiertesten Experten für Digital Assets in Deutschland. Ja, Philipp war ein visionärer Geist und wirklich ein Pionier in seinem Bereich und letztendlich einer der einflussreichsten und wichtigsten Treiber der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen. Sein so früher Tod von nur 43 Jahren hinterlässt wirklich eine unersetzbare Lücke. Das ist nicht meine Einschätzung, sondern die Einschätzung der großen Community. Und diese Lücke entsteht wirklich im nationalen wie im internationalen Bereich der Blockchain-Community. Insbesondere gilt unser Beileid eben vor allen Dingen seiner Familie. Philipp hinterlässt seine Ehefrau mit 2 kleinen Kindern. Ich lernte Philipp im Mai 2019 auf einer Münchner Finance-Veranstaltung kennen. Ganz zufällig könnte man meinen, aber so war es. Wir haben uns nah standen nebeneinander, unterhielten uns jeweils und so kamen wir zusammen. So konnte ich ihm auch berichten von unserem Workshop zum Thema Bitcoin und Blockchain-Themen. Education ist ja unser Kernthema und ich hatte ihm davon erzählen können, wie wir seit 2017 in diesem Bereich agierten. Und darauf trat eben das ein, was Philipp in so unzähligen Nachrufen schon von ihm immer wieder verdeutlicht worden ist. Seine nahezu immerwährende Bereitschaft, seine Themen Blockchain, Kryptoassets in allen möglichen Facetten und Anwendungsgebieten zu referieren und zu publizieren. Und ich will noch sagen, und das ist der besondere Dank, dass er für uns, für die Bank, für einige Kollegen in unserer Bank ein wirklicher Begleiter war und auch Unterstützer war. Ich hatte Philipp, wie gesagt, das Thema Education in Bezug auf Blockchain und Bitcoin vorgestellt und er war sofort bereit, uns als Bank für unsere Kunden in Kundenveranstaltungen zu unterstützen. Und so war Philipp erster Gast und gewissermaßen Mentor an den Donner Reuschel Crypto Talks gekommen, um zu bleiben mit Carsten Mumm und Gästen. Und auch anlässlich des 10. Jubiläums der Crypto Talks war Philipp dankenswerterweise unser Gast. Danke, Philipp, an dieser Stelle im Namen von Donner Reuschel. Danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ich das kurz erwähnen durfte.
Ja, wie immer ist es nach so einem Bericht solcher Anlässe nicht ganz leicht, so den Übergang zu Business as usual zu finden. Aber man sagt es vielleicht so, aber ich denke auch so war es, dass der Philipp sich auch nichts anderes gewünscht hätte. Und so, meine sehr verehrten Damen und Herren, starten wir durch. Volker, ich gebe an dich das erste Wort. Du bist schon sehr, sehr lange im Geschäft, hast viele, viele Erfahrungen, hast viel erlebt, bist nahezu mit allen Wassern gewaschen. Wie schätzt du das derzeitige Kapitalmarktumfeld ein? Was ist anders als im Vorjahr? Und gib uns einfach einen Rundblick so mal mit deinen Schwerpunkten, die dir ganz besonders wichtig sind. Ich möchte beginnen mit der aktualisierten Prognose vom Internationalen Währungsfonds. Und die fällt positiver aus als noch im Oktober. Für die Weltwirtschaft 3,1% Wachstum. Bisher lag sie bei 2,9%. Das ist im historischen Kontext nicht viel, aber es ist eine auskömmliche Größenordnung. 3,1% war auch das Wachstum im letzten Jahr. Also das ist mal, wenn wir auf das große Bild schauen, etwas, was im Hinblick auf die Herausforderungen, und die sind nach wie vor historisch einmalig, eigentlich ein positiver Aspekt ist, dass also die Wachstumskräfte sich weiter entwickeln. Der zweite Punkt, wenn wir uns mal über die Aufteilung dieser Wachstumskräfte innerhalb der Weltwirtschaft Gedanken machen, ist, dass der globale Süden klar mit mehr als plus 4% im Grunde genommen der Treiber der Weltwirtschaft ist. Der Westen ist eher, liefert eher eine Reaktion auf die Stärke des globalen Südens. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben weiter die geopolitischen Anfechtungen durch diverse Krisen. Zwei heiße Krisen und eine potenzielle Krise. Heiße Krise, Ukraine-Krise, Gaza und auf der anderen Seite das Thema Taiwan. Und vielleicht gibt es ja immer noch irgendetwas, was dann auch noch im Hintergrund hervorbrechen kann. Beispielsweise eben die Unruhen, die wir jetzt auch in Europa haben, mit den Agronomen, mit den Bauern in Frankreich, in Deutschland. Also es gibt weniger Homogenität innerhalb der Ökonomien und der Gesellschaften hier in Europa. Auch das ist ein Risiko. Das heißt, wir haben unendlich viele kritische Aspekte, die es gilt, hier im Auge zu haben. Und wir haben, und das ist die dritte wichtige Größenordnung in meinen Augen, in diesem Jahr sehr viele Wahlen. Ob das die Europawahl ist, ob es die US-Wahl ist, ob es die Wahl in Großbritannien ist. Mit anderen Worten, dass die Chance oder Risiko, je nachdem, wie man darauf schaut, dass es zu politischen Neuausrichtungen kommt im Jahr 2024, ist sehr viel ausgeprägter als natürlich im Jahr 2023. Und insofern wird es unendlich spannend. Und ihr wisst, ich bin ein Optimist. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es ein bisschen besser wird, als es war. Weil das ist ja auch die Aufgabe der Menschheit, etwas Besseres zu organisieren als etwas Schlechteres. Das ist ein guter Punkt an diesem vorherigen Schluss zu diesen Ausführungen. Danke erstmal, Volker, dafür. Carsten, wie schätzt du die Gemengelage ein? Wie ist das was sind aus deiner Sicht die Kernthemen? Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Wenn wir auf die kurzfristige Sicht schauen und mal den Rückgriff auf die oder den Blick auf die Kapitalmärkte richten, dann ist es vor allen Dingen die Zinsseite, die wieder eine nennenswerte Rolle spielt. Und ich sage ganz bewusst, wieder eine nennenswerte Rolle spielt. Und diese Aussage, die hört sich vielleicht ein bisschen trivial an. Natürlich sind die Zinsen relevant für die Kapitalmärkte. Aber wir müssen natürlich bedenken, das waren sie ja einige Jahre lang nicht. Wir hatten nämlich einige Jahre Null- und Negativzinsen. Ja. Bis Mitte 22, bis wir dann eben diese Zinswende oder ich bezeichne das Ganze so als Zinsregimewechsel gesehen haben und damit spielen eben, und das merkt man ja auch insbesondere im vierten Quartal 23, also spielen einfach die Zinsbewegungen und zwar nicht nur das, was die Notenbanken am kurzen Ende initiieren, sondern vor allen Dingen auch das, was eben bei längeren Laufzeiten bei Renditen von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen passiert, eine große Rolle und das ist in meinen Augen das, was auch nach vorne gerichtet wesentlich sein wird für die Märkte. Aber um auch den Kontext noch ein bisschen weiter zu spannen, wir befinden uns natürlich schon in sehr besonderen Zeiten. Viele sagen Zeitenwenden. Das Wort ist vielleicht ein bisschen häufig genutzt schon, aber es trifft es doch in vielen Punkten. Und ich möchte nur drei Aspekte nennen, die, glaube ich, schon auch die Situation, in der wir uns gerade befinden, außergewöhnlich machen. Zum einen sehen wir natürlich das Thema Klimawandel. Wir müssen uns an den Klimawandel anpassen, an die Folgen des Klimawandels, beziehungsweise versuchen, einen weiteren Klimawandel möglichst einzudämmen. Wir sehen
insbesondere nach der Corona-Krise, die demografischen Entwicklungen, was die mit uns machen, was die mit der Wirtschaft machen, mit dem Arbeitsmarkt, Stichwort Fachkräfte und Arbeitskräftemangel. Das Thema ist ja gar nicht neu. Das wussten wir seit Jahrzehnten, dass das auf uns zukommt, aber jetzt ist es da und wir müssen damit umgehen. Und der weitere Aspekt, der natürlich insbesondere auch Deutschland trifft zurzeit, das ist, dass wir eine veränderte Globalisierung sehen. Also ich bin 75er-Jahrgang, ich kann seit ungefähr 1990 ein bisschen über meinen kleinen Horizont hinausdenken, habe die Weltwirtschaft so ein bisschen im Blick und da ging es immer weiter voran mit der Globalisierung und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Und gerade für eine exportorientierte Wirtschaftsnation wie Deutschland bringt das natürlich besondere Herausforderungen. Also darum glaube ich schon eine besondere Gemengelage, mit der wir es zurzeit zu tun haben. Ja, allerdings, ich möchte so ein bisschen überleiten zu einem ersten unserer Kernthemen, die wirtschaftliche Transformation 2024, gerade beschrieben von euch beiden, sind eben genau diese doch gravierenden Aspekte, wie diese geopolitischen Konflikte, die einfach da sind, nicht nur im Sinne der Kriegsschauplätze, sondern ganz generell auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Machtkämpfe, die wir eben einfach wieder und immer wieder sehen. Wir haben die demografische Alterung in Kernländern, also bei uns und letztendlich auch in China. Wir haben fehlende Fachkräfte, bei uns in Deutschland speziell, aber auch anderswo. Und wir haben auch fehlende Investmentmasse. Wir haben das Thema der Schuldenbremsen, der Sparnotwendigkeiten in den USA und China. Sind wir am Ende des Globalisierungszeitalters, will ich einfach mal fragen. Ich für mein Dafürhalten denke, da ist etwas dran. Und hinzu kommt noch der Klimawandel. Wie seht ihr das? Die Flüchtlingsströme, die damit zusammenhängen. Ja, einfach mal an dich, Volker. Wie siehst du die Situation der wirtschaftlichen Transformation? Also ich sehe bei der Globalisierung zwei Aspekte. Wir können uns erstmal als Westen nicht vollkommen von dem Rest der Weltwirtschaft lösen. Die Lieferketten geben gar nichts anderes her. Wenn wir schauen, woher die ganzen Rohstoffe kommen, dann ist der globale Süden in einer sehr dominanten Stellung und diese dominante Stellung erfordert weiter Kooperation. Deutschland als Beispiel ist ein Import-Export-Land. Wir haben nur die hochenergieintensive Veredelung als unser Geschäftsmodell. Und insofern sind wir von offenen globalen Märkten abhängig. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für Europa. Und es gilt in der Tendenz, aber nicht so stark, auch für die Vereinigten Staaten. Dort gibt es schon eine ganz andere Autarkie, als wir sie haben. Aber wenn wir uns mal die Welt anschauen, dann können wir sagen, 70% Basiskaufkraftparität stellt der globale Süden. Und der globale Süden globalisiert sich weiter. Dort wird quasi die Vernetzung weiter forciert. Das heißt, in 70% der Weltwirtschaft findet Globalisierung weiter statt über Institutionalisierung, Asian Infrastructure Investment Bank als Alternative zur Weltbank, New Development Bank als Alternative zum IWF, Freihandelsabkommen, RCEP, das größte, größer als die Europäische Union, ohne Eingriff in die nationale Souveränität, einfach nur 80% der Zölle weg. Dann sehen wir BRICS, BRICS Plus, BRICS Plus Plus. Es sind jetzt ja nicht nur die 10 Länder, Argentinien ist ausgestiegen, die drin sind, die ca. 37% der Weltwirtschaft ausmachen, sondern es stehen 40 weitere Länder auf der Agenda, dort beizutreten. Und das sind natürlich dramatische Transformationen, die sich ergeben. Und wir sollten uns im Westen genau fragen, ob man sich dann weiter deglobalisieren will und kann, wenn man nicht hier Schaden für die eigenen Wirtschaftsräume, für die eigene, damit auch wirtschaftliche, gesellschaftspolitische und politische Stabilität eingehen will. Das heißt, ich will das zusammenfassen auf der Ebene. Das Normativ-Faktische sagt mir, dass wir der Globalisierung gar nicht entgehen können, weil die Abhängigkeit voneinander groß ist. Dann sind wir auch beim Klimawandel. Wir können doch nur dann, und ich war gestern auf einer Veranstaltung mit Lars Feld, Professor Lars Feld, wir können doch nur dann die Ziele erreichen, wenn wir gemeinsam eine Agenda machen. Das, was im Moment passiert, ist doch beinahe absurd. Deutschland hat seit 1990 46% CO2 reduziert. Die Europäische Union weit über 30%, aber in der Welt ging es um 58% hoch. Wir können uns auf Null fahren, wir lösen das Problem nicht. Das geht nur in Gemeinschaft. Und insofern sagt auch der Klimawandel doch nichts anderes, als dass Kooperation mittel- und langfristig der einzige Lösungsansatz ist, der wirklich zielführend ist, wenn dann dieses Thema Klimawandel so läuft, wie wir es im Moment wahrnehmen und darstellen. Also Frank, vielleicht kann ich das ganz kurz unterstreichen nochmal. Das ist völlig richtig natürlich. Es gibt diverse Herausforderungen, die wir nur global, im globalen Kontext lösen können.
umso bedenklicher sind protektionistische Tendenzen, die wir einfach haben, die wir schon seit längerem haben. Und ganz fatal wäre es, wenn wir diese Globalisierung der letzten 30, 35 Jahre, die wir gesehen haben, wieder zurückdrehen würden, weil, und das müssen wir auch nochmal ganz klar festhalten, dass einer der Kostensenkungstreiber der letzten 30, 35 Jahre war und damit zusammenhängt auch einer der Wohlstandstreiber. Es haben ja alle davon profitiert, also nicht nur die Industrieländer, die lohnintensive Produktion ausgelagert haben, sondern eben auch die Schwellenländer, die am Anfang diese lohnintensive Produktion übernommen haben. China war ganze Zeit lang die billige Werkbank der Welt, wie man gesagt hat, hat jetzt aber auch ein neues Wohlstandsniveau erreicht. Er muss seine Volkswirtschaft demzufolge auch entsprechend auch transformieren in ein eher binnenwirtschaftlich orientiertes volkswirtschaftliches Modell. Aber tatsächlich haben also die Errungenschaften der Globalisierung viele, viele Menschen deutlich nach vorne gebracht, ganz, ganz viel Wohlstand gebracht. Wenn wir das zurückdrehen würden und überspitzt gesagt jetzt wieder alles selber machen wollen, also jeder geht in die Autarkie zurück, dann bedeutet das, dass alle verlieren. Das spricht auch nochmal oder unterstreicht den Appell von Volker eben, dass wir dringend internationale Kooperationen brauchen. Ne? Auf der anderen Seite zeigen die harten Fakten, seit 2018 steigt der Welthandel nicht mehr. Ja, und das ist eben das, glaube ich, auch, was insbesondere Deutschland vor strukturelle Herausforderungen stellt. Diese Globalisierungsspirale ist 30 Jahre lang weitergedreht worden. Das haben wir jetzt nicht mehr. Welthandel stagniert und eben nicht erst seitdem Corona-bedingt Lieferketten zusammengebrochen sind, seitdem der Ukraine-Konflikt da ist, sondern seitdem wir in 2017 oder seit 2017, 2018 deutliche protektionistische Tendenzen in vielen, vielen Staaten haben. Und genau das ist das, wo ich, Volker, gerne dir den Ball nochmal spiele, unter dem Gesichtspunkt dieser Rationalität, die du gerade geschildert hast, der Vernunft, der Politik der Vernunft und der Rationalität, da stimmt das. Aber was ist das Problem? Wir sehen einfach Autokratismen, wir sehen Staatsregierungen, die im Grunde das tun, was sie für sich für richtig halten. America First nur als Beispiel genannt, aber das ist ja nicht standalone. Volker, wie siehst du das? Das Problem ist, frei nach Bill Clinton, it's the economy stupid. Das Problem ist, dass der Westen enorm dominant war. Zurückgehend zum Jahr 1980 hatte der Westen auf Basis Kaufkraftparität 80% Anteil an der Weltwirtschaft. Und das hat sich über die Jahre verändert und du hattest das Buch endlich Klartext angeschrieben. Damals hatte die aufstrebenden Länder, der globale Süden, ca. 40-45%. Ich habe gesagt, die gehen auf 70% und mehr. Wir sind jetzt bei 70%. Und das stellt eine Machtfrage. Das heißt, das, was wir jetzt an Divergenz haben, weg von der Globalisierung, hat etwas nicht mit Rationalität zu tun, sondern mit Machtpolitik. Und das wird meines Erachtens zu häufig ausgeblendet. Wir stellen immer Moral oben an, wenn es uns passt. Wenn nicht, dann tun wir es auch nicht. Und damit gehen wir in Konflikte hinein. Und wir brauchen für die Globalisierung ein Skelett. Ein Skelett hält alles zusammen. Was ist das Skelett, was die globale Wirtschaft zusammenhält? Das ist das Regelwerk der Welthandelsorganisation. Über 160 Länder von 193 der Vereinten Nationen sind Mitglied der WTO, der Welthandelsorganisation. Die haben 6 Schiedsgerichtshöfe. Und die USA haben schon unter Obama diese Schiedsgerichtshöfe zerstört, indem man die Richterstellen nicht mehr besetzte. Wir haben heute quasi ein internationales Regelwerk der WTO, das aber über die Schiedsgerichtsbarkeit nicht mehr angewandt werden kann. Und das eröffnete erst Sanktionspolitik bar Rechtsgrundlagen. Etwas, was Peking, was der globale Süden insgesamt kritisiert, weil damit dominiert das Recht des Stärkeren. Und dieses Regelwerk ist ja dazu da, dass für alle eine Balance gegeben ist über diesen Rechtsrahmen, dass auch kleine Länder ihre Rechtsposition zu Recht dann durchsetzen können gegen große. Und genau das haben wir in den letzten 10 Jahren entkernt. Das ist die Grundlage für die Sanktionspolitik. Auf der Basis kann es überhaupt erst laufen. Und wir müssen uns in Europa fragen, ob bezüglich unserer Abhängigkeit von Import- und Exportmärkten diese Hinwendung zu dieser Art der Politik des Stärkeren am Ende nicht nur und insbesondere in Europa auch Verlierer produziert. Das ist die entscheidende Frage. Wollen wir eine US-regelbasierte Ordnung, wo die USA sich im Zweifelsfall nicht an die eigenen Regeln halten? Wollen wir einen Unterordnungsanspruch, Recht des Stärkeren? Oder wollen wir eine multipolare, rechtsorientierte Ordnung haben? Das ist das, was der globale Süden anstrebt. Und was passt eigentlich besser zu unserem Verständnis von einer freiheitlichen und Grundordnung in der Weltwirtschaft? Und da liegt die Antwort eigentlich auf der Hand. Aber diese Hand wird im Moment nicht
wahrgenommen, sage ich ganz offen, auch in Europa. Wir verstecken uns hier hinter anderen Themen, wie wir das früher in der Vergangenheit schon auch bei anderen Themen gemacht haben. Und wenn wir aus dieser Nummer nicht rauskommen, wenn wir nicht zurückkommen zur gesetzesbasierten Ordnung im Rahmen der WTO, nochmal, das ist das Skelett. Es gibt viele andere Dinge, bilaterale Handelsabkommen, die das Ganze ein Stück weit auffangen können. Das muss man auch sagen. Das machen die USA auch, aber das ist ein Coercing. Da setzt man andere Länder unter Druck. Wenn man sich das nordamerikanische Freihandelsabkommen jetzt anschaut, dann ist das eine Unterordnung von Mexiko und Kanada unter US-Recht, ohne dass man aber das Recht dort mitbestimmen kann. Also wir sind in einer unglaublich spannenden Phase. Und im Hinblick darauf, was ich eben sagte, 70% Anteil hat der globale Süden an der Weltwirtschaft. Und sie haben alle Rohstoffe und alles, was sie brauchen, unter sich. Ist es meines Erachtens im höchsten Maße unwahrscheinlich, dass der Westen damit am Ende diese 70% für sich gewinnen kann. Im Gegenteil. Am Ende isoliert sich der Westen gegenüber dem globalen Süden und verschlechtert damit seine mittel- und langfristigen Wachstums- und Wohlstandsperspektiven. Also Resümee ist durchaus auch in der Politik zu suchen, eine ganz andere Qualität, ein ganz anderes Miteinander umgehen. Nur das werden wir von hier aus nicht steuern können, aber wir bemerken es eben und wir unterstreichen es eben auch. Und vielleicht wirst du auch hier und da gehört, Volker, also so gesehen. Carsten, gibt es... Lass mich ganz kurz dazu ein Wort sagen. Ich habe mich so gefreut, im letzten Jahr, im Mai, hat unser Kanzler Scholz genau das alles gesagt, was ich eben hier dargestellt habe. Asymmetrische Ordnung, Doppelmoral, Anpassung der Systeme. Das heißt, implizit merkt man, dass es durchaus eine Divergenz gibt zwischen der Positionierung der USA und der Deutschlands. Und ich sage, das ist nicht nur Deutschland, dahinter steckt auch die Europäische Union, weil man ist sich dieser Fakten ja bewusst. Helmer hat ja nicht eine Glaskugel hier, sondern da reden wir über die Kräfte des Normativ-Faktischen. Ja, absolut. Ja, wenn wir jetzt sehen, dass diese Thematiken so schwer auch einzuordnen sind, weil es auch ein sehr politischer Aspekt ist, was kann man auf der wie muss man die volkswirtschaftliche Seite beleuchten? Ich hatte auch gebeten, dass Kommentare in den Chat und Fragen in den Chat geschrieben werden. Ich will jetzt, ohne dass wir eine Aussage zu Asset Allocation oder eben auch zu Prognosen schon übergehen, trotzdem die Frage, die nach China gestellt worden ist, an dich einmal kurz geben, Carsten. Wir sehen in China eine schwierige Situation, volkswirtschaftlich und eben aber auch demografisch. Kannst du kurz etwas dazu sagen, um unserem Zuhörer die Antwort da ein Stück weit zu geben? Ja, nehme ich gerne auf jeden Fall auf, weil China ja zu diesem eben gerade angesprochenen Block der Schwellenländer auch gehört, auch wenn es geografisch eher im Norden angesiedelt ist, aber ist natürlich einer der großen Bausteine dabei. Man muss sagen, in China haben sich in den letzten 3-4 Jahren die Voraussetzungen und auch die Erwartungen an die volkswirtschaftlichen Entwicklungen für die kommenden Jahre doch ziemlich drastisch verändert. Es klang eben schon an, es gibt einige strukturelle Probleme, die in China Fakt sind. Wir wissen seit längerem, dass China auch ein massives demografisches Problem hat, also sprich eine deutliche Überalterung der Bevölkerung. China ist nicht mehr der bevölkerungsreichste Staat dieser Erde, sondern das ist Indien mit jeweils 1,4 Milliarden Einwohnern. Chinas Bevölkerung sinkt aber in den kommenden Jahren, während Indiens Bevölkerung weiter steigt. Und was alternde Bevölkerung für Volkswirtschaften bedeuten, das merken wir hier. Insgesamt die ganze Wachstumsdynamik nimmt deutlich ab. Man wird weniger risikoaffin, weniger technologieaffin. Und das bedeutet einfach einen Bremsfaktor. Die Volkswirtschaften, die junge, dynamische, eben technologie- und risikoaffine Bevölkerung haben, das sind die, die wachsen. Das sind ganz viele, vor allen Dingen in Südostasien, rund um China herum, inklusive Indien, muss man sagen. Das ist der eine Punkt. Dann hat China natürlich nach wie vor das Thema dieses in den letzten Jahren unglaublich wichtigen Immobiliensektors. Der Immobiliensektor in China war der Wachstumstreiber der letzten Jahre. Und spätestens seitdem die Regierung eben versucht, hier so ganz vorsichtig Luft aus einer, das kann man glaube ich sagen, Immobilienpreisblase, die sich da entwickelt hat, rauszulassen, ohne andere weite Teile der Wirtschaft mit anzustecken, vor allen Dingen die Bauwirtschaft oder auch die Finanzwirtschaft, hat man natürlich auch diesen Aspekt eben als deutlichen Bremsfaktor. Also die Immobilienwirtschaft wird nicht mehr der Wachstumstreiber sein. Das drückt die Wachstumsdynamik in China. Und in meinen Augen der wichtigste Aspekt ist, das klang hier in unserem Gespräch ja auch schon das ein oder andere Mal an, Stichwort Autokratie. Wir sehen in China natürlich eine unglaubliche Machtkonzentration, und zwar nicht mehr nur auf die Regierung oder auf die Partei, sondern immer stärker auch auf eine einzige Person. Und das
mag vielleicht kurzfristig, ich sag mal, unter politischen Gesichtspunkten sinnvoll sein aus Sicht der Regierung, aus Sicht von Xi Jinping, bremst aber mittel- bis langfristig einfach auch die Wachstumsdynamik. Denn wenn wir uns vor Augen führen, dass China noch nie unter Rechtssicherheitsgesichtspunkten der beste Standort weltweit war, dann muss man sagen, Rechtssicherheit hat abgenommen, politische Risiken haben damit nochmal zugenommen. Und das sieht man auch an harten Zahlen, um ein Beispiel mal zu nennen, wenn wir mal den im Luftverkehr die Passagierzahlen betrachten, dann haben wir im Kontext innerchinesischer Flüge mittlerweile das Vor-Corona-Krisenniveau wieder erreicht und übertroffen. Also Passagiere oder innerhalb Chinas wird wieder so viel geflogen wie vor Corona. Internationale Flüge liegen gerade mal auf der Hälfte des Vor-Corona-Niveaus. Das zeigt schon, dass China auch gewollt teilweise, aber sicherlich auch ungewollt, einfach eine gewisse Abschottung erfährt. Und damit müssen wir sagen, China wird, was die Wachstumsdynamik angeht, in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher bei 4 bis 4,5% liegen, als bei vielleicht noch 6, die wir vor Corona erwarten konnten. Ja, also vielen Dank dafür. Ich würde jetzt nochmal, also zu den Prognosen und Allokationen kommen wir wirklich zum Schluss nochmal. Und deswegen möchte ich gerne nochmal zurückgehen auf die Transformationen und an dich nochmal geben, Volker, zum Thema, was steht für die Unternehmen auf dem Spiel? Wir haben eben über Politik gesprochen, über die möglichen Einflüsse oder notwendigen, aber was steht eigentlich für die Unternehmen auf dem Spiel und was bedeutet das für uns als Investoren? Bevor ich das beantworte, ganz kurz noch ein paar Worte zu China. Ich bin vollkommen bei dir, Carsten, was die abnehmende Wachstumsdynamik anbetrifft, aber ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde es ist mal gut, dass man ein kritisches Problem wie Immobilienmarkt, Überhitzung dort adressiert und langsam die Luft rauslässt. Das ist gut, ja, dafür gibt es weniger Wachstum. Das andere ist, jetzt, wenn wir die Wachstumsprognose des IWF nehmen, 4,6% fürs laufende Jahr, in der Tendenz Richtung 4%, 4,6% 2024 sind nicht 4,6% 2014. Die Basis ist sehr viel höher. Das heißt, je höher die Basis ist, desto geringer werden dann auch die Prozentsätze. Nächster Punkt, warum ich für China positiver bin. Es gibt vom SB Institute aus Australien eine Untersuchung, dass China in 37 von 44 Technologiefeldern weltweit führt. Das heißt, die Innovationskraft ist dort ausgeprägt. Die USA führen in 7 Feldern. Ich glaube deswegen auch, dass der Westen mittlerweile viel mehr in China spioniert, als wir das im Moment wahrnehmen wollen. Aber das nur am Rande, so als das ist der unterhaltsame Teil, Frank. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das bedeutet, dass die mittleren Wachstumsaussichten, gerade in den wesentlichen Wirtschaftsfeldern, groß ist. Aber was fehlt? Wenn wir 44 Felder haben und Europa taucht nirgends auf, dann mache ich mir darüber Sorgen. Jetzt zum Thema, was heißt das für Unternehmen? Die Unternehmen sind heute, gerade wenn wir Richtung Europa schauen, vor dramatischen Fragestellungen. Das heißt, man kann nicht mehr so wie früher in der Globalisierung sagen, okay, wir gehen dorthin, wo wir die besten Rahmendaten finden, um wirtschaftliche Tätigkeit umzusetzen, sondern man muss heute im Rahmen der Unternehmen erstmal schauen, wo haben wir Risiken? Siehe zum Beispiel Russland durch Politik plötzlich Auflösung von Standorten. Auch dieses Risiko steht in China, Taiwan, irgendwo bei China im Raum. Das ist einer der Gründe, warum eben jetzt die internationalen Direktinvestitionen China nicht mehr so treffen, wie das noch vor 5 oder 6 Jahren der Fall war. Und damit gibt es eine Fokussierung. Jetzt reden wir mal über die großen Unternehmen. Wohin gehen die? Das heißt, viele gehen aus Europa aufgrund mangelnder Rahmendaten in Richtung USA, verlagern dorthin. Und das wird nochmal forciert durch ein IAA-Programm, das übrigens nicht WTO-konform ist, aber wir wollen heute nicht so kleinlich sein. Das ist wieder der unterhaltsame Teil. Wohin geht man noch? Also ich höre von den Unternehmen, sie gehen zum Beispiel innerhalb Europas, Rumänien, Bulgarien, Türkei. Anders ausgedrückt, die Filter für die Unternehmen, wie man auf die Weltwirtschaft schaut, wo man seine Produktionsfazilitäten aufbaut, das hat sich dramatisch geändert. Aber für mich ist das Ende der internationalen Arbeitsmarktteilung überhaupt nicht, hier steht überhaupt nicht im Raum, sondern es wird sich fortsetzen. Es wird andere Schwergewichte geben. Und ich mache mir über die Unternehmen keine Sorgen. Wir haben nach wie vor eine leicht steigende Weltbevölkerung. Wir haben Wachstum von 3%. Und jetzt lass uns doch mal anders darauf schauen. Wir schauen immer auf das reale BIP, die reale Wirtschaftsleistung, also die nominale Wirtschaftsleistung minus Preisinflation. Und im letzten Jahr hatten wir aber ein nominales Wachstum, 3,1% laut IWF, und wir hatten einen Preisanstieg in der Weltwirtschaft von 5. Das heißt, ein nominales Wachstum der Weltwirtschaft um 8,1%. Und
Für dieses Jahr werden wir über 7% beim nominalen Wachstum liegen. Also ich mache mir keine Sorgen um die Unternehmen. Sie werden weiter aktiv sein. Sie werden vor dem neuen Hintergrund ihre Unternehmensaufstellung auf globaler Ebene so vornehmen, wie es jetzt die Politik uns erlaubt und wie es auch unter mittellangfristigen Gesichtspunkten wahrscheinlich ist. Das ist ja wichtig für die Investitionen, gilt nicht der Status heute, sondern da habe ich Zeiträume 10, 20, 30 Jahre, die ich im Grunde genommen in die Betrachtung einbeziehen muss. Und dementsprechend bin ich guter Dinge für die Weltwirtschaft. Nicht für jede Region, aber für die Weltwirtschaft. Ich mache mir auch um die Unternehmen keine Sorgen, sage ich ganz deutlich. Man darf auch deutsche Unternehmen nicht durch den Filter der deutschen Wirtschaft sehen. Das ist der größte Unfug, sondern ich muss sie unter einem globalen, in einem globalen Kontext verstehen. Carsten, ich gebe mal kurz auch an dich weiter. Wenn Volker recht hat, dass die Unternehmen im Grunde nicht sein Sorgenbild sind, das eben aber nur, sagen wir mal, regionenweise vielleicht. Wo ist dann aber trotzdem die Einordnung? Was müssen die Unternehmen trotzdem tun, um sich eben global zu behaupten? Und kannst du es dann ein Stück weit lokalisieren, dass wir einfach mal auf Europa schauen, wie sich das bei uns direkt befindet und dann vielleicht noch mal über den Tellerrand auch in die USA da noch mal einen Blick hinwerfen und noch nicht zu dem Thema Wahlen zu kommen, aber das spielt sicherlich da eine Rolle. Ja, kriegen wir gut hin. Also grundsätzlich glaube ich auch, man muss sich um die Unternehmen, wenn wir das ganz allgemein mal bezeichnen, muss man sich keine Sorgen machen. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, wir können auf die Unternehmen hoffen, weil die viele Dinge, die wir vielleicht jetzt von der Politik vermissen, mangelnde Kooperation beispielsweise, mangelnde Transformationsdynamik, das wird in Unternehmen natürlich viel, viel besser umgesetzt, als das von politischen Systemen gemacht werden kann. Und insofern glaube ich, diese Transformationen, die vor uns liegen, diese Herausforderungen, die wir alle schon angesprochen haben, da werden Unternehmen natürlich einen ganz, ganz großen Teil auch dazu beitragen, dass wir die am Ende, und da würde ich auch nochmal voll mit Volker gehen, ich bin da auch sehr optimistisch, dass wir das am Ende alles gut schaffen können und die Unternehmen werden einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, alle Unternehmen pauschal. Denn was wir auch feststellen müssen, ist, dass die Unternehmen auch in den letzten 3, 4 Jahren in ein völlig neues Umfeld hineingewürfelt wurden, was vielleicht 30 Jahre lang ziemlich stabil war, ne? Also ein produzierendes Unternehmen in Deutschland, das eben von dieser Globalisierung profitiert hat, Produktionskapazitäten schon länger ins Ausland ausgelagert hat, von reibungslos funktionierenden Lieferketten profitiert hat, Absatzmärkte auch zunehmend im Ausland gefunden hat. Das musste sich, glaube ich, 30 Jahre lang nicht so dynamisch verändern und entwickeln, wie das jetzt in den kommenden Jahren der Fall ist. Und das wird dazu führen, dass viele Unternehmen oder für viele Unternehmen hier enorme Chancen lauern, in meinen Augen, und viele Unternehmen ganz stark davon profitieren werden, aber nur die, die selber sehr innovativ sind, sehr stark technologisch orientiert sind, also einfach in der Lage sind, bestehende Prozesse an diese neuen Gegebenheiten anzupassen. Für viele Unternehmen eine Riesenchance. Für viele Unternehmen, glaube ich, werden das aber auch nicht schaffen. Und für mich ist so ein, ich sag mal so ein, um das ein bisschen bildhafter darzustellen, ich glaube, es wird in den nächsten Jahren auch viele Nokias oder Kodaks geben, die einfach in dieser dynamischen Welt irgendeine Weiche mal falsch nehmen, zu weit fahren und nicht mehr zurückkommen. Und das ist die eigentliche Herausforderung und die Chance auch für Asset Manager, weil ich glaube, es besteht durchaus eine Chance, durch Einzeltitelselektion, Auswahl eben dieser hier in diesem Umfeld erfolgreichen Unternehmen besser abzuschneiden als durch reines Indexinvestment. Das gilt in meinen Augen sowohl für die USA, da muss man sich vielleicht noch ein bisschen weniger Sorgen machen, als auch für europäische Unternehmen. Und generell wird es weltweit darauf ankommen, in meinen Augen, das hatte ich eben schon ganz kurz angedeutet, dass wir unbedingt jegliches Register ziehen, was technologische Entwicklung angeht. Das wird der Schlüsselfaktor sein für den Erfolg von Volkswirtschaften, aber natürlich auch für den Erfolg von Unternehmen. Was du gerade angeschnitten hast, ist eben das Thema der Chancen und zwar der selektiven Chancen und insbesondere genau hinzuschauen, wenn es um die Analyse der Unternehmen geht. Ich denke daran an das Jahr 2023, in dem die Big Seven oder auch die großen Werte stark performt haben, die sogenannten Large Caps. Wird 2024 dann ein Jahr der Small und Mid Caps? Sind die so unterbewertet, dass man hier einen klaren Fokus zu legen hat? Volker, Carsten, ihr beide bitte.
Carsten, fang an. Ich fange mal an. Also in meinen Augen ist diese Underperformance der Small- und Mid-Caps schon sehr deutlich, ne, was wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren gesehen haben. Ich würde das vor allen Dingen auf zwei Aspekte zurückführen. Zum einen sind viele Small- und Mid-Caps sehr viel zyklischer, also von der Konjunkturzyklik oder Zyklik vom klassischen Konjunkturzyklus abhängig. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in den kommenden Monaten zumindest eine Stabilisierung sehen, eine weltwirtschaftliche Stabilisierung und dann in den Folgejahren auch der Konjunkturzyklus sich mal wieder nach oben bewegt, dann denke ich, dass diese Unternehmen profitieren können. Und der zweite Punkt, der in meinen Augen bei diesen Unternehmen sehr viel gravierender eine Rolle gespielt hat in den letzten zwei Jahren, als das bei den Magnificent Seven zum Beispiel der Fall war oder bei vielen Large Caps, das ist eben diese Zinswende. Wir sehen bei den Small- und Mid-Caps tendenziell höhere Verschuldungsniveaus, und wenn wir jetzt aber nach vorne blicken und sinkende Zinsen erwarten, im Laufe des Jahres auch von den Notenbanken, schon länger haben wir sie ja bei längeren Laufzeiten, also Refinanzierungskosten, Kreditkonditionen von Unternehmen, die sinken ja schon seit längerem, dann haben wir hier mit zwei Punkte Konjunkturentwicklung und Zinsentwicklung, die, glaube ich, dafür sorgen können, dass wir tatsächlich hier einen gewissen Aufholprozess sehen. Und was man natürlich einfach sagen muss, ist, it's the economy stupid, also es sind die Gewinne, auf die es ankommt, in diesem Fall bei den Unternehmen. Und da stehen einfach diese großen sieben Technologieunternehmen natürlich weiterhin sehr, sehr gut da. Und wenn ich sage, ich sage mal, es gibt einen Favoritenwechsel, dann würde ich eher davon ausgehen, dass die Kleinen und Mittleren aufholen und nicht davon ausgehen, dass die Großen deutlich verlieren. Das sind erste Prognosen bereits. Danke, Volker. Gerne. Ich kann das nur unterstreichen. Also ich sehe es genauso, einmal eben mit den Finanzierungskosten. Ich möchte aber einen Aspekt noch zuführen. Und zwar, wir haben heute einen sehr stark algorithmisch geprägten Handel. Und immer stärker liegt das Wohl und Wehe der Märkte in der Hand von wenigen Kapitalsammelstellen. Das sollte man auch sagen. Da hat es ja einen Konzentrationsprozess gegeben. Das heißt, wir können die Märkte von heute nicht notwendigerweise mit den Märkten von gestern und vorgestern vergleichen, weil sich die Determinanten der Märkte verändert haben. Und ich sehe genau Carstens Punkt, wir gehen in eine Unterbewertung und irgendwann wird die Unterbewertung so groß, dass diese Marktteilnehmer sagen, okay, jetzt machen wir eine Asset Allocation, dann springen die Algorithmen an und dann werden es sehr dynamische Bewegungen, weil das meistens ja auch kleinere Märkte sind, was die Liquidität anbetrifft, und diese Chance steht im Raum. Aber ich unterstreiche genau das, was Carsten auch sagt. Für mich ist es nicht ein Entweder-Oder, die großen sieben versus Small and Mid-Caps, sondern für mich ist es ein Und. Denn jede wirtschaftliche Aktivität, und das hattest du eben angesprochen, Carsten, die jetzt unternommen wird, hat einen viel höheren Umfang von IT-KI, als es jemals zuvor der Fall war. Das heißt, in der gesamten Wirtschaftsschöpfungskette spielt IT und KI eine immer größere Rolle. Und damit haben wir eigentlich nach vorne fortgeschrieben. Skaleneffekte, die vielleicht in der Tendenz eher unterschätzt werden, als dass sie im Moment richtig diskontiert sind. Eine Frage dazu ist aber, kann die deutsche Wirtschaft das wirklich vollends nutzen? Ein Zuhörer oder Zuschauer sagt gerade oder hinterfragt, was ist mit dem deutschen Mittelstand? Fällt der hinten runter? Bleibt er auf der Strecke? Was muss dieser tun, du hast es gerade angeschnitten, Carsten, Volker, was ist die Aufgabe des Mittelstandes? Schaffen die es, KI-Technologie so gut zu implementieren? Natürlich schaffen wir das. Okay. Aber wir brauchen Rahmendaten dafür. Ja. Unser Mittelstand, wir reden mal von Hidden Champions. Es gibt 3.400 Hidden Champions, gehören zum Top 3 ihrer Branche. Ja. 3.400 weltweit und ca. 1.600 kommen aus Deutschland. Das ist unser letztes Ast, das wir im Ärmel haben. Wir haben enorme Produktionseffizienz. Das lässt sich in Milliarden gar nicht ausdrücken. So etwas wie Deutschland gibt es nicht nochmal auf der Welt als Wirtschaftscluster mit den entsprechenden Effizienzpotenzialen. Aber es ist energieintensiv. Und wir haben ein Problem. Wir haben jetzt auch, nachdem der US-Präsident die mittellangfristigen LNG-Exporte in Frage stellte, wir haben keine Versorgungssicherheit. Langfristig, kurzfristig ja, aber nicht langfristig. Und der nächste Punkt ist, wir haben eine Energiepreislichkeit, die uns einen massiven komparativen Nachteil gegenüber zum Beispiel den USA, aber auch dem Rest der Welt liefert. Und das ist ein Risiko, ein Risiko für das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, der Hidden Champions. Und genau das ist die Frage, werden diese Unternehmen hier bleiben vor dem Hintergrund oder werden sie ihre Produktionsstätten verlagern oder geben sie auf?
Aber es hieß, jetzt reden wir mal nur von der deutschen Volkswirtschaft. Für die deutsche Volkswirtschaft wäre es das Prekärste, wenn wir dieses letzte Ass im Ärmel auch noch billig auf den Markt werfen, ohne auf das Gesamtspiel, was hier gespielt wird, zu achten. Und ich möchte das mal besagen, Frank, Carsten, ich meine, ich habe graue Haare. Wie mein Vater hatte mit 86 Jahren, als er starb, kaum graue Haare. Sie hängen damit zusammen, dass ich mir Sorgen um diesen Standort mache, dass wir die Komplexitäten in der Politik zu wenig in unsere Politik umsetzen, um eben diesen Defiziten, die sich im Moment ergeben haben, entgegenzuwirken und damit Vertrauen wieder zu generieren, dass dieser Standort mittel- und langfristig eine absolute Zukunftsfähigkeit hat. Da sehe ich ein Kernproblem Deutschlands. Aber wie gesagt, das hat nichts mit der Weltwirtschaft zu tun etc. pp. Sonst wären solche Unternehmen übrigens, die Weltmarktführer sind auch aufgekauft, die Patente werden übernommen, die Produktionsfazilitäten verlagert. Also eher, dann ist es irgendwo anders, aber eben nicht mehr hier. Das ist das andere Thema. Ich möchte zwei Punkte dabei nennen. Was du gerade angeschnitten hast, ist das Thema Schuldenbremse und das Thema subventionierte Energie. Das sind politische Aspekte. Die Unternehmen scheinen ihre Hausaufgaben zu machen. Sie sind entsprechend unterwegs. Ihr habt da sehr viel Zuversicht geäußert gerade. Ich will hier nicht Ampelkoalition reiten oder so etwas, das ist mir völlig fern. Das sind auch die anderen Regierungen oder die globale Gemengelage. Aber trotzdem, die Begriffe Schuldenbremse und eben Energiesubvention sind deutsch bezogen. Wie seht ihr das in Bezug auf unseren Standort? Ja, ich wollte gerade nochmal, das passt, Frank, der Hinweis, vielen Dank dafür, und nochmal darauf aufsetzen, was Volker eben gerade gesagt hat. Es kommen ja Unternehmen hierher, auch namhafte, weltweit bekannte Unternehmen, die Batterien bauen oder Chips bauen oder E-Autos bauen. Aber da sind wir natürlich bei dem Punkt, offensichtlich nur, weil sie dicke, fette Subventionen erhalten. Und also bei Subventionen, sag ich mal, werden Volkswirte sowieso von Grund her schon mal unruhig auf ihrem Stuhl, weil das einfach nicht dem entspricht, wie Marktwirtschaft funktioniert und tendenziell natürlich man relativ viel dem Markt überlassen sollte. Subventionen tendieren einfach dazu, wenn sie mal eingeführt sind, lange zu bleiben. Man kriegt sie schnell eingeführt, aber schlecht wieder weg. Sie verhindern Transformationen und Strukturwandel, den wir ja hier gerade dringend brauchen. Also sie tendieren dazu, Strukturen zu zementieren. Und das hinzu kommt einfach noch, dass damit ja nicht gesichert ist, dass ein Unternehmen über Jahrzehnte hier bleibt und die Arbeitskräfte oder Arbeitsplätze sichert, sondern dass man möglicherweise, wenn die Subventionsverpflichtungen ausgelaufen sind, vielleicht auch einfach weiterschaut, wo es die nächste Subventionsspritze gibt. Also ich bin da ganz, ganz skeptisch. Unbedingt wichtig ist, Volker hat das angesprochen, eben die Rahmenbedingungen hier zu verbessern. Und dazu gehören massive Investitionen, vor allen Dingen in Infrastruktur, digital, manuell, in Bildung, in Risikokapital, aber auch, wir kennen die ganzen Themen, in Energiesicherheit und günstige Energie natürlich, in die Sicherheit des, ich sag mal, also unter Verteidigungsgesichtspunkten, militärischen Gesichtspunkten in die Sicherheit. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich ein international agierendes Unternehmen bin, mir überlege, wo siedle ich zukünftig eine Produktionsstätte an, dann muss das natürlich auch unter diesem Gesichtspunkt sicher sein. Und das heißt, es gibt enorme Investitionsmöglichkeiten, weshalb man über das Thema Schuldenbremse diskutieren kann. Und um dazu auch nochmal ein Statement abzugeben, ich glaube, eine Schuldenbremse ist unbedingt eine sehr, sehr gute Idee, weil wir systemimmanent das Problem haben, dass Politik einfach nicht gut darin ist, zu sparen. Also und das unabhängig davon, ob wir gute oder schlechte Zeiten haben, das ist einfach das System. Deshalb brauchen wir eine irgendwie geartete Schuldenbremse oder die ist unbedingt sinnvoll, aber sie darf natürlich keine Investitionen ausbremsen. Das ist in meinen Augen der wichtige Punkt. Wobei, wenn ich in den letzten Jahren aber Stimmen aus Berlin höre, fehlendes Geld, also fehlende Geldtöpfe sozusagen für Investitionen nicht der Bremser waren, sondern es sind strukturelle Themen wie die altbekannte Bürokratie, wie lange Genehmigungsverfahren und. Also wir kriegen die PS im Sinne von Geld, was ja grundsätzlich da ist, einfach nicht auf die Straße. Und das ist das Thema Rahmenbedingungen, was wir unbedingt verbessern müssen, was Unternehmen einfach auch erwarten. Und was viel wichtiger ist, als dass wir in Deutschland Subventionen zahlen oder Steuern senken, das sind diese Rahmenbedingungen. Teilst du, Volker, dass es genügend Geld gibt, diese Auffassung von Carsten? Also genügend Geld gibt es und ich habe das letztens am anderen Format mit Philipp Vorn dran auch diskutiert. Es scheitert ja auch daran an den
Kapazitäten, zum Beispiel im Bereich Infrastrukturaufbau. Mhm. Und wir waren da mal weltweit führend, da haben wir unsere Kapazitäten weltweit exportiert. Es gibt ein Land, das heute zielgenau, pünktlich und auch zum Budget liefern kann. Und dieses Land heißt China. Wenn wir unsere Struktur zerstören, wo ist das Problem, wenn diese Infrastruktur von elementarer Bedeutung ist, dass China bei uns diese Infrastruktur baut? Ja, das politisch wirkt das jetzt etwas inkorrekt, aber wir müssen uns mal fragen, was ist näher, Hemd oder Hose? Wir brauchen die Infrastruktur und wenn die es können, was wir nicht können, ich war jetzt gerade in Stuttgart gestern, also jetzt soll Stuttgart 2025 fertig sein, aber wir kriegen es hier nicht hin. Dasselbe jetzt in Großbritannien mit einem Atomkraftwerk, wo die Chinesen rausgeworfen sind, wo EDF, Electricité de France reingekommen ist. Es ist eine Katastrophe, was dort passiert. Wenn wir es nicht können, dann müssen wir uns derer bedienen, die es können. Das ist das eine, das Pragmatismus, das Realitätssinn. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist Synergie. Warum performt Japan Europa aus? Weil sie einen Energievorteil haben. Sie haben erstens Atomenergie und was machen sie noch? Sie sanktionieren Russland und importieren weiter Öl und Gas über Sachalin aus Russland zu Discounts. Und damit haben sie einen komparativen Vorteil. Wir selber importieren auch russische Gas- und Ölmoleküle nur über Drittländer zu prohibitiven Preisen, die unseren Standort unterminieren. Das heißt, wir machen Symbolpolitik. Die Realpolitik sieht aus, dass wir immer noch über Antwerpen etc. pp. Das bekommen. Verdienen unsere Bürger und Unternehmen das, dass Symbolpolitik die Existenz von Unternehmen und von privaten Existenzen gefährdet? Die Fragen müssen wir stellen. Und diese Fragen sind alle nicht politisch korrekt. Dessen bin ich mir bewusst. Nur wir kommen nicht umhin. Also ich finde die Frage... Ich finde die Fragestellung schon sehr, sehr, sehr wesentlich, gerade den Mut zu haben, eben auch mal zu äußern, was vielleicht nicht Mainstream ist und Political Correctness. Es hilft sicherlich auch da, einmal den Finger in die Wunden zu legen. Ja, ja und ich bin ein friedliebender Mensch. Unser Grundgesetz verpflichtet uns übrigens dazu. Und ich bin nicht ohne Grund, steht es hinter mir eine Büste von Bismarck. Und er war ein Macher der Diplomatie wie kaum ein anderer. Und deswegen gibt es auch dieses schöne Bild, der Lotse geht von Bord. Nicht? Und ab da ging es mit deutscher Außenpolitik von der Qualität her abwärts. Also von daher ist mein hehrer Wunsch für das Jahr 24 fortfolgende, dass wir der Kunst der Diplomatie etwas mehr Raum einräumen, um für alle Beteiligten bessere Lösungen als die aktuelle auf die Beine zu stellen. Ich würde gerne mal übergehen zu dem Thema auch Preise für Geld. Heißt also, wie schaut es aus aktuell aus eurer Sicht zum Thema der möglicherweise wieder aufflackenden Inflation, also der Preisschübe, wenn auch in kleineren Schritten und dann des widersprechenden Prognosen zum Thema Zinssenkung? Carsten, ich gebe mal an dich, das Thema Zinsen liegt dir am, ich glaube, meisten am Herzen, letztendlich allen, aber du bist da wirklich sehr, sehr bewandert. Gib uns doch mal einen Abriss darüber, aktuelle Inflation, Veränderung der Inflation, Thema Zinsbewegung. Ja, mein Bild auf das Thema Inflation ist, dass wir in den kommenden Monaten weiter sinkende Inflationsraten sehen. Ich bin gestern positiv überrascht worden, muss ich sagen, weil wir gestern vom Statistischen Bundesamt die Inflationszahl für Januar bekommen haben, 2,9%, deutlich gesunken im Vergleich zum Dezember und das, obwohl ja im Januar die CO2-Preise deutlich angestiegen sind und die Mehrwertsteuer im Gastronomiebereich wieder angehoben wurde auf 19%. Aber offensichtlich ist, und das ist in meinen Augen auch der Grund für die kommenden Monate, die globalwirtschaftliche Nachfrage zurzeit so schwach, dass Erzeugerpreise deutlich sinken, Importpreise sind deutlich gesunken, dass Energiepreise weiter deutlich fallen. Gas ist ja in Deutschland in Europa liegt bei 30, 35 Euro nur noch, also nochmal deutlich zurückgesetzt. Das ist natürlich der Hintergrund, warum das so ist. Ist ein negativer zunächst einmal, weil die Konjunktur einfach zurzeit so unglaublich schwach ist und die globalwirtschaftliche Nachfrage. Aber das hat eben den positiven Nebeneffekt, dass wir deutliche Entlastung auf Inflationsseite sehen. Und das wird in meinen Augen in den nächsten Monaten so weitergehen. Ich halte es für durchaus realistisch, dass wir die 2% Inflation in der Eurozone sehen können im Laufe des Jahres 2024 und auch mal unterschreiten können. Und das wäre dann in meinen Augen für die EZB auch die Begründung dafür, dann
ab dem Frühjahr, ist immer mein Tenor, die Leitzinsen zu senken. Am 11. April findet eine Notenbanksitzung statt. Das halte ich für den frühestmöglichen Termin aus heutiger Sicht. Ansonsten sollte es in der Eurozone spätestens im Juni mit den Leitzinsen nach unten gehen. Das ist immer nur der Blick auf die Notenbanken. Mhm. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir über Refinanzierungskosten sprechen von Unternehmen, von Staaten oder auch von privaten Hypothekenzinsen beispielsweise, da sehen wir ja schon seit Oktober, dass die Zinsen auch eben wegen dieser schwachen Entwicklung der Inflation runterkommen. Und insofern sehe ich von sowohl am langen Ende als auch am kurzen Ende hier doch eher eine deutliche Entlastung in den kommenden Monaten auf die Unternehmen zukommen. Und das ist in meinen Augen dann auch einer der wesentlichen stützenden Faktoren für die Aktienmärkte. Volker, möchtest du ergänzen, was die Zinsen betrifft? Also gleich gibt es einmal Salz in die Wunde, aber erstmal grundsätzlich bin ich wieder bei dir, Carsten. Ich sehe auch erstmal diese Tendenz bei Kernraten, das ist eigentlich die wichtige Größe, die endogene Entwicklung aus einer eigenen Volkswirtschaft, aus dem eigenen Raum heraus, die weiter fallende Inflationsrate. Und wir haben ja auch sehr unterschiedliche Niveaus. Nicht? Wir haben teilweise über 4%, ich glaube, wenn wir Richtung Irland schauen, und wir hatten jetzt zutiefst Italien 0,5%, für die ist das Zinsniveau beinahe prohibitiv. Der Durchschnitt jetzt in Deutschland 2,9, der Durchschnitt für die Eurozone war zuletzt 2,9, jetzt erwartet 2,8. Damit sind wir dicht an dem 2%-Ziel dran, wenn wir mal schauen, von wo wir kommen. Wir kommen von jenseits von 10%. Und für mich ist die Debatte, die geführt wird seitens der Zentralbanken, auch jetzt vom Offenmarktausschuss gestern, ich finde es immer wieder interessant und auch unterhaltsam. Fakt ist, die Zinssenkungen kommen und ich bin bei dir, im April erwarte ich es in den USA. Und ich schließe das bei der EZB nicht aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sich etwas verzögert, aber die jüngste Verbalakrobatik, Dick Windows, Centeno, man merkt, der Druck der sogenannten Tauben nimmt gegenüber den Falken zu. Wir werden dieses Jahr Zinssenkungen erleben. Zum Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt, auch da, Carsten, bin ich bei dir, hat im letzten Jahr im Grunde genommen diese Entwicklung der voraussichtlichen Zinssenkung vorweggenommen. Wir kamen bei der 10-jährigen Bundesanleihe von knapp 3%, ich glaube in der Spitze 2,97, und sind im vierten Quartal bis auf 1,88 gefallen. Das ist beinahe 1%, das wären 4 Zinssenkungen. Da hat man ein bisschen viel Wein aus dem Glas geschlürft und das Ganze korrigiert sich jetzt. Wir sind aktuell um die 2,15% bei 10-jährigen Bundesanleihen. Aber ich sehe grundsätzlich eine Entspannung. Aber jetzt kommt das Salz in die Wunde, auch für Joachim Nagel und seine Kollegen. Wir schauen mal Richtung Japan. Japan hat überhaupt keine Zinsen erhöht im ganzen Zyklus, sondern steht weiter bei minus 0,1%. Wir haben gerade die Verbraucherpreisdaten aus Tokio im Jahresvergleich bekommen, also Raum Tokio, ist nicht Gesamt-Japan. 1,6% im Jahresvergleich. Die führen die Statistik an, auch Japan, der Gesamtrate, ich glaube 2,4 aktuell, führen das Ganze an, obwohl sie überhaupt nicht Zinsen erhöht haben. Was für Fragen stellt, werden dadurch aufgeworfen. Fakt ist, durch exogene Faktoren, insbesondere Energiepreise, aber auch den Rohstoffsektor insgesamt, haben wir einen Anstieg der Inflation gehabt, der dramatisch war. Aber dieser Anstieg der Rohstoffpreise hat doch die Wirkung von einer Zinserhöhung gehabt, nämlich hat die Wirtschaft gebremst, weil die Kosten drastisch erhöht worden sind. Und wenn man dann nochmal einen draufsattelt mit einer Erhöhung der Kosten des Produktionsfaktors Kapital, dann verschärft man die konjunkturelle Bremsung. Aber gleichzeitig erhöht man die Kosten, dass man eigentlich die Unternehmen nochmal zwingt, nochmal zusätzlich bei den Preisen nach oben zu gehen, um weiter seine Margen zu halten. Ist einfach nur eine Diskussion und ich will gar nicht beantworten, was jetzt richtiger wäre oder nicht richtiger wäre, weil grundsätzlich finde ich es schön, dass man aus Null- und Negativzinsen rausgeht. Der Produktionsfaktor Kapital sollte einen Preis haben. Insofern bin ich in der Grundtendenz bei der Fed, bei der Bank of England und bei der EZB. Aber interessant ist, dass Japan am erfolgreichsten war in der Inflationsbekämpfung, wenn wir das aktuelle Niveau als Maßstab generieren. Man sieht es ja auch an der Börsenentwicklung in Japan. Ich meine, das ist hervorragend, was dort gesehen worden ist. Und auch die Perspektiven stimmen für Japan. Also so gesehen machen die dort einiges richtig. Nochmal eingegangen eben auf Kapitalkosten. Problematik in bestimmten Regionen, wenn wir, und wir sind ja in Deutschland, wir sind Homeplayer und schauen eben auf die eigene Wirtschaft. Was ich zum Thema Zinsen nochmal einsprechen möchte, ist das Thema
auch Immobilienmärkte in Deutschland, auch Immobilieninvestitionen. Wir haben ja in dem Kreis der Zuhörer viele Vermögensverwalter, Asset Manager, Privatkunden, Betreuer auch von Banken. Das Thema Zinsen und Immobilienpreise, Immobiliensituation interessiert sehr. Einfach da nochmal eine Einschätzung von euch, jetzt mal von der globalen Situation der Zinsen auf unser Land und dann nochmal den Schluss wieder in Richtung Globalität. Aber erstmal, Carsten, wie siehst du die Gemengelage am Zinsmarkt in Bezug auf die Immobilien? Genau, natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss deutlich unterscheiden, zunächst einmal zwischen den Nutzungen. Also wenn wir auf Wohnen schauen, dann kann man, glaube ich, relativ entspannt sein. Man muss sich mal langfristige Preisentwicklungen angucken. Wenn man sich so Preisindizes vom Verband Deutscher Pfandbriefbanken für selbstgenutztes Wohneigentum in Metropolen in Deutschland mal anguckt, dann müssen wir natürlich einfach auch konstatieren, es ging 12, 15 Jahre lang wie an der Schnur gezogen, nur nach oben, eben in dem Zuge, wie Zinsen gesunken sind, bis null auf Negativzinsen. Jetzt sehen wir seit 3, 4 Quartalen, dass die Preise auch mal fallen können. Das kannte man in Anführungsstrichen ja kaum noch vom Immobilienmarkt. Das war natürlich logisch, das muss so sein. Und der Hintergrund ist natürlich, dass wir diese Zinswende gesehen haben seit 2022. Also sich natürlich Hypothekenzinsen auch verteuert haben und spätestens dann diese sich schon vorher deutlich nach oben bewegenden Kosten eben nicht mehr getragen werden konnten. Das heißt, das, was wir sehen, das ist jetzt diese Anpassung des Preisniveaus an das neue nominal höhere Zinsniveau. Das muss so sein. An den Aktienmärkten hat es in 2022 schon stattgefunden. Bei illiquiden Assets dauert das halt ein bisschen länger. Grundsätzlich ist meine Perspektive die jetzt fürs laufende Jahr, dass wir die Chance haben, in den nächsten Quartalen eine Stabilisierung zu sehen, was dieses Segment angeht und dann Richtung Ende 24 und ab 25 auch wieder steigende Preise. Die Gründe, vor allen Dingen drei, die Zinsen sind runtergekommen, auch Hypothekenzinsen sind zwar immer noch höher als vor 3 Jahren, aber sind eben von den Höchstniveaus, die wir im Oktober 23 hatten, doch schon deutlich nach Süden gegangen. Der zweite Grund ist, dass wir einfach ein strukturelles Unterangebot haben weiterhin, noch viel schlimmer sogar, weil kaum noch gebaut wurde oder ganz wenig gebaut wurde in den letzten Jahren in Deutschland. Also Wohnen, im Segment Wohnen ist die Nachfrage viel, viel größer als das Angebot. Und das sind eben Punkte, die in meinen Augen dafür sprechen, dass wir hier eine Stabilisierung sehen. Wichtig ist immer natürlich, das Thema Energieeffizienz spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also man kann schlecht pauschalisieren, genauso wie an den Aktienmärkten, glaube ich, kann man schlecht pauschalisieren. Und wenn wir auf andere Segmente schauen, wie Handel beispielsweise oder auch Gewerbeimmobilien allgemein, dann haben wir hier natürlich auch noch andere Dinge, die eine Rolle spielen, vor allen Dingen technologische Ausstattung, aber eben auch das Thema Energieeffizienz. Aber also ich denke, beim Wohnen kann man relativ optimistisch sein, dass wir hier den Boden sehen im Laufe der nächsten Quartale und dann auch wieder eine steigende Tendenz. Dritter Grund, den hatte ich noch vergessen, die Mieten werden weiter steigen. Und damit ist es eigentlich ein Rechenexempel, wenn also der laufende Cashflow, der laufende Ertrag dann wieder so weit höher liegt durch niedrigere Einstandspreise als die Zinsen, dass die Refinanzierung kosten sozusagen, dann lohnt sich da wieder ein Einstieg. Ich glaube, da sind wir nicht so weit weg. Ja, ich schlussrichtige. Volker, wie siehst du es? Also keine großen Unterschiede. Ich sehe auch für den Wohnimmobilienmarkt die Bodenbildung, die läuft. Wir haben gerade einen NCS-Report geschrieben. Alle Frühindikatoren deuten für den Wohnimmobilienbereich darauf hin. Eine Bremse ist eine sehr konservative Kreditvergabe der Banken derzeit. Die Anforderungen sind enorm hoch, also sie sind nicht vergleichbar mit dem Status von vor 3 Jahren. Das ist eine Bremse und das heißt also eine nachhaltige positive Dynamik sehe ich nicht. Aber die Stabilisierung, Bodenbildung mit einer leicht positiven Tendenz nach vorne geht, das sehe ich wohl. Und ich bin genauso skeptisch bei Gewerbeimmobilien. Wie du, Carsten, da haben wir ein anderes Setup. Wir haben strukturellen Wandel. Homeoffice ist ein Thema, wenn wir über Büros reden. Und auch bei Gewerbeimmobilien, stationärer Handel bleibt ein großes Problem bei diesen Objekten. Aber perspektivisch auch eine Stabilisierung, es sei denn, dass wir die Rahmendaten für den Standort Deutschland weiter schleifen. Wenn das der Fall sein sollte, wird hier weiter Ungemach im Raum stehen. Also mit anderen Worten ist das jetzt auch eine Adresse an Berlin. Bewegt die Themen, die dieses Land existenziell, die für dieses Land existenziell bedeutend sind. Und nicht andere Themen, die vielleicht auch wichtig sind, aber nicht die Dominanz haben sollten.
Ja, also eine weitere Prognose durchaus eben wieder Verbesserung am Immobilienmarkt, durchaus auch Chancen, die jetzt sich zurückgekommenen Preise zu nutzen, aber eher Richtung Wohnen als Gewerbe. Ja, danke dafür. Wir haben jetzt 10:05 Uhr, wir haben noch 25 Minuten Zeit. Ich würde gerne mal wechseln auf die politische Ebene nach USA. Wir haben vorhin schon das Thema Wahlen angeschnitten, globale Wahlen. Es ist ja so, dass ein ganz wesentlicher Teil der Weltbevölkerung unterwegs ist zu den Wahlurnen. In den USA sind es 300 Millionen Menschen, glaube ich, die wahlberechtigt sind etwa. Ja, dazu einmal der Punkt aktuelle Situation in der Präsidentschaftswahlsituation oder eben auf dem Weg dorthin und dann eben auch perspektivisch, wie sind eure Einschätzungen, sollte Trump, was ja in vielerlei Munde ist, Präsident werden, wie seht ihr das oder gibt es Alternativen, die ihr betrachtet und eben auch herbeiführen oder anführen könnt? Carsten, möchtest du einmal starten? Gern, auf jeden Fall. Das wird, ich drücke das immer so aus, medial natürlich das überragende Interesse auf sich ziehen, wenn wir die politischen Entwicklungen betrachten im laufenden Jahr, die Präsidentschaftswahl im November und jetzt ja auch schon die Vorwahlen. Also es sieht danach aus, als wenn Joe Biden gegen Donald Trump antreten werden. Bei beiden sind vielleicht, also bei beiden Kandidaten sind vielleicht die Unsicherheit noch ein bisschen größer, als das in vergangenen Vorwahlphasen der Fall war. Bei Joe Biden aus gesundheitlichen Gründen vielleicht, bei Donald Trump aus juristischen Gründen. Aber Basisszenario ist, dass diese beiden gegeneinander antreten. Wenn man sich jetzt Umfragen anschaut oder auch Büros sozusagen, wo man auf die beiden wetten kann, dann ist es zurzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, zu der Frage, wer wird am Ende diese Wahl gewinnen, wird ganz entscheidend in den nächsten Monaten die wirtschaftliche Entwicklung in den USA beitragen. In den USA ist jetzt in den kommenden Monaten eine gewisse wirtschaftliche Abkühlung zu erwarten. Und die Kernfrage wird sein, wie stark ist diese wirtschaftliche Abkühlung? Ist Richtung Wahltermin möglicherweise eine Stabilisierung oder eine Aufwärtsbewegung schon wieder im Blick? Wie stark wird diese wirtschaftliche Abkühlung auf den Arbeitsmarkt durchschlagen? Und abhängig davon, je besser es läuft, umso besser sind die Chancen für Joe Biden und je schlechter es wirtschaftlich läuft, umso besser werden die Chancen für Donald Trump werden. Was passiert denn, wenn Trump und oder Biden an der Macht sind, also neuer alter Präsident werden? Man kann natürlich davon ausgehen, dass wenn Joe Biden weiter Präsident wird, sich erstmal nicht so viel ändert, was aber ja nicht heißt, dass es für die deutsche Volkswirtschaft irgendwie gemütlich wäre. Also auch unter Joe Biden gibt es ja einen ganz klar protektionistischen Kurs. Auch Joe Biden hat ganz klare realpolitische, Volker hat das eben angesprochen, interessenpolitisch geleitete Sichten und Ziele, die er dann versuchen wird umzusetzen. Das Ganze natürlich mit einem sehr viel kooperativeren Stil, als Donald Trump das machen würde. Ja, und sollte Donald Trump an die Macht kommen, dann kommt, glaube ich, das zum Tragen, was Angela Merkel 2017 schon mal gesagt hat, auf der berühmt gewordenen Bierzeltrede. Das war kurz nach dem ersten G7-Gipfel, wo Donald Trump dann mit dabei war. Und sinngemäß hat sie gesagt, also internationale Kooperation wird anders laufen als in den letzten Jahren und Europa muss seine eigenen Interessen besser vertreten oder eben selber für seine eigenen Interessen mehr einstehen. Das hat sie damals schon gesagt, getan hat sich seitdem relativ wenig in diesem Punkt und der Druck wird natürlich dann nochmal deutlich steigen, sollte Donald Trump an die Macht kommen. Vielleicht noch ein Gedanke, da würde mich auch Volkers Meinung zu interessieren. Ich glaube, man muss die Schuldensituation in den USA auch im Blick behalten. Und meine Prognose ist, egal wer Präsident wird, der wird nicht weiter so aus dem Vollen schöpfen können, wie das sowohl Joe Biden als auch Donald Trump in den letzten Jahren gemacht haben. Ein Haushaltsdefizit von 6 bis 8% in den nächsten Jahren wird man so nicht weiterführen können. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Ratingagenturen durchaus kritisch schauen auf die US-Verschuldung. Und wir haben gerade gesehen, dass die Zinskosten für den Staat in den USA, ich meine sogar das Verteidigungsbudget überschreiten. Also das sind wirklich drastische Entwicklungen. Und so oder so wird der neue alte Präsident, da ein bisschen sparsamer agieren müssen. Was aber übrigens dann eher noch dafür spricht, dass man sich aus Konfliktfeldern, die in unserem unmittelbaren Interesse stehen, Ukraine zum Beispiel, vielleicht zurückzieht. Volker. Also, ich sehe
Vieles ähnlich, aber doch etwas anders, differenzierter. Ich glaube, dass die Chancen von Donald Trump sehr viel höher sind, losgelöst von der Konjunkturlage, weil es eine Frustration in den USA, in der Bevölkerung, in breiten Kreisen gibt, mit der Art und Weise, wie die Demokraten das Präsidialamt geführt haben. Insofern ist für mich die Wahrscheinlichkeit einer Präsidentschaft Trump höher als bei dir, Carsten. Und wir müssen uns ja auf eine neue Welt einstellen. Das heißt, geopolitisch, wenn wir mal die erste Präsidentschaft von Donald Trump als Grundlage erheben, können wir sagen, wird es wahrscheinlich weniger kritisch. Die USA ziehen sich ein Stück weit zurück. Damit ergeben sich für uns in Europa als Beispiel andere Risiko- und Chancencluster. Wirtschaftlich, geowirtschaftlich, wird es meines Erachtens, dann sind wir bei dem Thema vorhin losgelöst von WTO zu agieren, wird das Ganze immer stärker meines Erachtens dazu führen unter Trump, dass er die Macht des Stärkeren versucht, in bilateralen Verhandlungen drastisch zu spielen, diese Karte, und dementsprechend sich Vorteile für den US-Wirtschaftsraum zu verschaffen. Alles andere wäre in meinen Augen naiv. Und ich bin vollkommen bei Frau Merkel 2017, dass man sich darauf vorbereiten sollte. Ich kann diese Vorbereitung nicht erkennen, nicht in zartesten Ansätzen. Und das ist für Europa von daher in meinen Augen ein kritischeres Umfeld. Es wäre schön, wenn wir in dem Zuge zu einer diplomatischen Lösung in der Ukraine kämen. Das würde uns hier sehr viel Druck innerhalb Europas nehmen. Das ist das Positive, das Geopolitische, das Geowirtschaftliche wird unter einer Präsidentschaft Trump definitiv dramatischer. Und da gilt es einmal für Brüssel, im Sinne der europäischen Unternehmen und Bürger eine interessenorientierte Politik zu formulieren und umzusetzen, wie wir sie wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Ob wir dazu in der Lage sind, sei dahingestellt. Es gibt aber eine Chance. Und das sind die Europawahlen. Jetzt lass mich mal ganz kurz drauf gehen. Der 9. Juni war eine Diskussion, die wir gestern auch in Stuttgart hatten. Der 9. Juni wird deutlich Veränderungen mit sich bringen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welches Resultat am Ende steht. Und da sage ich jetzt nicht, was ich mag und was ich nicht mag, sondern ich konstatiere aus der Analyse heraus, es wird eine Veränderung, eine qualitative Veränderung im Europäischen Parlament geben, was Mehrheiten anbetrifft. Es wird eine Funktion haben auf die EU-Kommission und es wird eine Funktion haben auf die Inhalte, für die Europa zukünftig steht. Es gibt eine Zeit vor dem 9. Juni und es wird eine Zeit nach dem 9. Juni. Und dann hat man noch im Grunde genommen von Juni bis November Zeit, sich mal Gedanken zu machen, vielleicht auch mit wirklichen Profis, was wahrscheinlich sein wird, wie man sich darauf smart vorbereitet, um nicht wieder nur reaktiv zu sein, sondern vielleicht proaktiv. Proaktiv ist in diesem Fall gut. Proaktiv vorbereitet zu sein, um entsprechend vielleicht die negativsten Folgen aus solcher neuen Konstellation zu vermeiden. Die Wahlensituation, ich bleibe mal bei den Wahlen, dieser stetig schwelende Taiwan-China-Konflikt, der ja insgesamt gesehen im Moment sehr im Hintergrund ist und aller Voraussicht nach, und ich hoffe, dass auch sehr da bleiben wird, aber da, es waren in Taiwan jetzt Wahlen, es ist ein neuer Staatspräsident oder der Staatspräsident gewählt worden, der eben sehr, sehr, sehr auf Liberalismus setzt, auf Freiheit. Wie seht ihr diesen Punkt? Es ist so ein schwelender Konflikt und es ist so verdeckte Lage. Aber ich will mal eine provokative Frage stellen. Nehmen wir mal an, es käme zu einem Übergriff. Spielen wir mal dieses Szenario. Wie würde sich das auswirken? Was ist da eure Einschätzung? Es ist nicht so, aber ich provoziere einfach mal und wir stellen mal die These auf, der Konflikt würde die nächsten Wochen beginnen. Volker first. Okay, also das wäre eine Katastrophe. Dagegen ist der Ukraine-Krieg eine Kleinigkeit. Mhm. Die Folgen, nochmal, wir reden hier vom Epizentrum des Wachstums für die Weltwirtschaft, das ist Asien. Ja. Der globale Süden insgesamt, aber Asien ist das Epizentrum. Das würde massiv gestört werden. Taiwan ist einer der größten Halbleiterproduzenten. Wir würden ein Lieferkettenproblem bekommen. Dagegen sind alle
wären alle Lieferkettenprobleme, die wir in der Vergangenheit hatten, eine Kleinigkeit. Das heißt also, der potenzielle Kollateralschaden für China selbst, für Taiwan vor allen Dingen, für die Weltwirtschaft, wäre dramatisch. Und von daher sage ich, es passiert nicht. Und ganz kurz ein paar Worte zu den Wahlen. Es war sehr interessant, dieser DFP heißt die Partei, glaube ich, die dran war. Der Kandidat hat sich durchgesetzt, aber mit einem deutlich geringeren Votum als zuvor. Die Vorgängerin. Und das Entscheidende ist, dass im Parlament diese Partei keine Mehrheit mehr hat, sondern im Gegenteil. Jetzt gibt es eine Mehrheit bei den Kuomintang und der TVP, die eine China-freundliche Politik forcieren wollen. Und wenn wir das mal zusammennehmen, heißt das, der Präsident ist gezwungen, um das Parlament mit reinzunehmen, eine moderatere Politik zu führen gegenüber China. Und das nimmt für mich das Risiko dieses Szenarios, das du eben beschrieben hast, Frank, aus dem Spiel. Ja, ich würde das vielleicht noch mal kurz ergänzen. Für mich ist das so ein bisschen noch ein funktionierendes Gleichgewicht des Schreckens, so ähnlich wie im Kalten Krieg. In meinen Augen wären für alle drei, sagen wir jetzt mal, Beteiligten oder vier, wenn wir sagen China, Taiwan, die USA und der Rest der Welt, also für alle Beteiligten wäre der ökonomische Schaden natürlich wirklich gravierend und enorm. Und meine Erwartung ist auch die, dass wir das Thema kurzfristig nicht zu befürchten haben, sondern dass das wirklich vor einem militärischen Zugriff schützt, dass Taiwan sozusagen noch schützt. Und was man natürlich auch bedenken muss, ist, unter militärischen Gesichtspunkten ist so eine Gebirgsinsel deutlich schwerer einzunehmen, nochmal als eine Ukraine, wo wir in weiten Teilen weites Land haben. Aber das muss ja auch gar nicht so weit kommen. China hat natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, einfach wirtschaftlich, ökonomisch Taiwan kalt zu stellen. Aber wie gesagt, ich glaube, dazu wären die ökonomischen Risiken tatsächlich für alle Beteiligten im Moment so groß. Und es ist ja auch nicht im Interesse von China, das zu tun, weil sie würden sich ins eigene Fleisch schneiden. Volker, bitte. Genau, das ist ein Punkt. Und nochmal, China funktioniert ja anders als wir im Westen. Die funktionieren konfuzianisch, die schauen auf lange Zeiträume. Für die spielen 1, 2, 3 Jahre keine Rolle, die für uns von elementarer Bedeutung sind. Einfach auch, weil wir ein anderes politisches System haben, das alle 4, 5 Jahre Neuwahlen hat, etc. pp. Sondern dafür folgt man einen Weg. Und da sagt man ganz klar, das Völkerrecht ist auf unserer Seite. Das war die UN-Resolution 2758, 1971. Wir haben das Alleinvertretungsrecht für China inklusive Taiwan, hieß früher Formosa. Der Westen hat Formosa fallen lassen, aus den Vereinten Nationen rausgeworfen. Und dann müssen wir auch mal sagen, wir können ja nicht immer auf Völkerrecht bestehen, im Fall A und im B schauen wir weg und sagen, nein, das gilt nicht mehr, da gilt eine andere Regel. So funktioniert das Spiel nicht. Und am Ende wird sich China hier durchsetzen. Das ist nicht eine Frage des Ob, nur sie werden die richtigen Mittel, weil würden sie jetzt diese Mittel wählen, dann wäre das in meinen Augen nahezu Selbstmord, weil man eben in einer, das hatten wir vorhin, fragileren Situation der Ökonomie, wo man eben auch Krisenherde im eigenen Land zu lösen hat, würde man sich ein zusätzliches von außen wirkenden Bremsklotz reinholen, der überhaupt in den Funktionalitäten, die sich daraus ergeben, ökonomisch, dann gesellschaftspolitisch oder vielleicht auch politisch, nicht absehbar ist. Das ist Wabangspiel, das ist nicht Peking. Also insofern seht ihr mich da ein Stück weit entspannt. Aber nochmal, Politik kann dümmer sein, als es die Polizei erlaubt. Und insofern muss man es als ein Risiko auf dem Radarschirm haben, aber es ist für mich kein dominantes Risiko. Ja, also danke für eure klare Positionierung. Es kommt nicht, es wird nicht so geschehen. Wir nehmen das mit. Das ist die Hoffnung aller, aber auch die Einschätzung der meisten sicherlich. Rationalität ist hier wirklich gefragt und Vernunft. Im Anbetracht der Zeit zum Thema Fragen, Kommentare, es sind diverse Kommentare da, es sind Fragen da, aber ich habe immer wieder drauf geschaut, immer wieder sind von unseren beiden Protagonisten die Punkte angeschnitten und angesprochen worden und ich denke auch zum hoffentlich Wesentlichen auch beantwortet worden. Was wir versprochen haben, wollen wir auch halten. Es geht so ein Stück weit um auch diese besagte Prognose für 2024. Ich denke, wir sollten und sind es auch mutig sein, einfach mal die Situation auch zu nutzen, um nach vorne zu schauen auf die nächsten 11 Monate. Wohin wird die Reise gehen? Ich habe mir Folgendes gedacht. Es gibt ja nun mal die verschiedenen Eckpfeiler der Prognosen oder der Sektoren. Ich würde einfach mal mit den Zinsen beginnen, gebe Carsten dir das Wort.
Und Volker, du schließt dich immer dem jeweiligen Punkt an und nachher drehe ich es um, wenn es um die Aktien und die Investitionen auch in Edelmetalle oder Rohstoffe generell geht, dann gebe ich dir das erste Wort. Carsten, zum Thema Zinsen, die EZB-Einlagenzinsen, wohin entwickelt sich die europäische Zinslandschaft? Einfach mal so einen Rundumschlag und ein paar Punkte zu setzen dann bitte. Genau, gern. Also wenn wir auf der Zinsseite anfangen, EZB, Einlagenzins ist bei 4% zurzeit. Ich rechne, wie gesagt, mit der ersten Leitzinssenkung ab April und kann mir vorstellen, dass wir 3, möglicherweise maximal 4 Leitzinssenkungen sehen. Das wären dann 3 oder 3,25 Richtung Jahresende. Voilà. Volker? Ich bin etwas konservativer. Ich sehe 2 Zinssenkungen. Ich halte auch den April für denkbar, aber da lege ich mich nicht fest. Das ist ein 50-50-Call. 2 Zinssenkungen, Anlagezins auf 3,5. Okay, danke. Fed-Leitzins, die USA und die Zinsen dort. Carsten? 100 Basispunkte runter. Erste Leitzinssenkung halte ich nach wie vor für möglich im März. Das wäre dann schon die nächste Fed-Sitzung. Mal schauen. Gestern wurde ja das Thema zumindest nochmal, also jetzt nicht völlig ins Abwegige gezogen. Mhm. Ich erwarte, dass wir kurzfristig jetzt schwächere Arbeitsmarktdaten sehen. Jetzt in dieser Woche sehen wir nochmal den aktuellen Arbeitsmarktbericht, dass vor dem Hintergrund auch der private Konsum deutlich gebremst wird und das, denke ich, müsste der FED dann ermöglichen, 4 Leitzinssenkungen umzusetzen im laufenden Jahr, also 4 mal 25 Basispunkte. Was man auch im Blick behalten muss in diesem Kontext ist, deswegen glaube ich auch an eine frühere Zinssenkung, dass so um und bei 2-3 Monate vor dem Wahltermin die FED sicherlich vermeiden wird, die Zinsen weiter anzufassen. Und insofern, also vielleicht 3 Zinssenkungen vor der Wahl und eine dann im Dezember. Okay. Bei den 4 Zinssenkungen sind wir einer Meinung, es sei denn, das Regionalbankenproblem, das jetzt gerade hochgepoppt ist, wird virulenter, dann könnten wir eine schnellere Gangart sehen. Aber dasselbe März denkbar, da bin ich im 50-50-Call, spätestens aber Beginn des zweiten Quartals, 4 Zinssenkungen auch. Man wird es dosieren, man wird versuchen, nicht die Fehler der Vergangenheit einer aktionistischen Politik zu begehen. Das sehe ich hier, und es geht auch, einen Kontext herzustellen mit der Eurozone, weil es geht auch um Euro-Dollar. Euro-Dollar ist eine systemische Währungsrelation und da will man Stabilität haben. Es gibt also, sagen wir, unten bei 1,103 beginnt die Diskomfortzone der Federal Reserve und bei 1,1720 die Diskomfortzone der EZB. Damit haben wir dafür auch gleich einen Range. Das heißt, wir brauchen aber eine gewisse Abstimmung in der Politik. Mit anderen Worten, der Euro gewinnt im relativen Vergleich etwas an Stabilität durch die Entwicklung der Zinsdifferenzen. Und das ist im Sinne aller Beteiligten. Carsten, möchtest du was ergänzen? Währungsthema wäre der nächste Punkt in der Tat. Sehe ich auch so, Zinsdifferenz und nur noch tatsächlich eine Ergänzung, die genau darauf aufbaut, auch Wachstumsdifferenz. Also in den USA wird das Wachstum tendenziell ein bisschen schwächer ausfallen, in der Eurozone ein bisschen besser. Damit werden die Amerikaner immer noch stärker wachsen im Gesamtjahr als die Eurozone, aber diese Differenz, die wird sich abbauen. Und das zusammen eben mit der Zinsdifferenz, die zusammenlaufen sollte ein Stück, spricht für einen stärkeren Euro, sehe ich genauso. Okay. Rohstoffe, insbesondere mal Brent, Oil, aber vielleicht auch andere Sektoren, Carsten, du kannst es gerne anschneiden, was dir da auch in besonderer Weise noch ins Auge fällt. Vielleicht Kupfer, also solche Nebenmetallmärkte, so nenne ich es. Genau, also wir haben im Sinne der Prognosen, haben wir Brent Rohöl mit im Blick. Wir haben als Jahresendprognose, die wir immer selber mit einem Augenzwinkern betrachten, weil uns klar ist, dass man auf dem 31.12. nicht einen exakten Kurs vorhersagen kann. Es geht um die Perspektive. Haben wir stehen $80. Das wäre mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung. Vom Verlauf her denke ich, wir haben jetzt eben diese konjunkturelle Schwäche. Wir sehen in der Eurozone ja im ersten Quartal tendenziell noch rezessive Tendenzen. In den USA wird es ein bisschen schwächer werden.
Also ich denke, dass wir im weiteren Jahresverlauf eher schwächere Rohölpreisnotierungen sehen und dann Richtung Jahresende mit Blick auf eine wirtschaftliche Erholung, die wir ab 2025 dann erwarten dürfen, tendenziell wieder steigen. Ne? Aber der Rohölpreis wird damit keine große Rolle spielen, weder als Kostenfaktor direkt, was die Energiepreise angeht, noch als Inflationstreiber oder inflationssenkender Faktor. Mhm. Wenn wir bei Rohstoffe sind, dann nehme ich nochmal einen kurzen Blick in das Segment der Edelmetalle, Gold. Gehen wir davon aus, dass die Kurse weiter steigen können. Warum? Sinkende Zinsen sprechen für Gold, ein schwächerer Dollar spricht für Gold und wir haben nach wie vor die Situation, dass Notenbanken tendenziell sehr, sehr deutlich auf der Käuferseite stehen. Mhm. Danke, Volker. Fangen wir mit Gold an. Ich bin vollkommen einer Meinung. In Schwäche Akkumulationsstrategien machen Sinn. Ja, wir müssen eins mal sehen. Future-Märkte spielen die entscheidende Rolle, nicht die physischen Märkte. Die Future-Märkte können immer künstliches Angebot erzeugen, losgelöst von der Situation, auch vielleicht mit einem politischen Hintergrund, ohne das in den Vordergrund stellen zu wollen. Also Aufwärtspotenzial definitiv gegeben. Der Dollar nimmt in seiner Bedeutung für die Weltwirtschaft ab, weil immer mehr Handel außerhalb des Dollars geführt wird. Und wir haben im Moment einen Punkt aus dem Fokus genommen. Und das ist der Punkt, dass wir ja nach der Loslösung von der Goldeinlösungspflicht 1971 unter Präsident Nixon, wir den US-Dollar in seiner Leitwährungsfunktion verankert haben als Petrodollar. Und das bricht peu à peu weg und immer mehr Handel wird losgelöst vom Dollar, bilateral im globalen Süden, in regionalen Währungen abgewickelt. Und das heißt für mich, dass eben eine nicht korrelierte Währung und Edelmetalle sind eine nicht korrelierte Währung. Ich möchte John Pierpont Morgan hier einmal anführen, der hat gesagt, Gold ist das einzige Geld. Hat eben auch einen tollen Track-Record von 5000 Jahren, kann man nicht ganz wegdiskutieren. Also von daher bin ich da bei dir, Carsten. Nicht überbordend, es ist gemanagt, aber in Schwäche Akkumulationsthemen. Ich bin auch bei Öl relativ dicht bei dir. Ich möchte aber auch hier sagen, es gibt einen neuen Mechanismus. Dieser Mechanismus der Ölpreisbestimmung läuft über Saudi-Arabien und Moskau, die sich als Swing-Producer sehr flexibel verhalten. Sie haben in meinen Augen mit der OPEC im Hintergrund, aber vordergründig Moskau und Saudi-Arabien. Mhm. Machen Sie eine Preispolitik, die in meinen Augen sehr, sehr erfolgreich ist. Die wird fortgesetzt und da ist der Anker bezüglich Brent bei 80 Dollar. Stimme ich dir zu? Ich gehe nochmal vom Öl, Volker, trotzdem nochmal ganz kurz zu Gold und eben auch zu deinem Statement zu den Papierwährungen, zu dem Fiat-Geld. Du warst selbst auch einmal zu Gast bei uns in einem der Crypto-Talks, hattest auch deine Auffassung vorher zu Bitcoin und hast sie dann auch dort zu dem Zeitpunkt geäußert. Carsten hat auch eine Einschätzung dazu, die ist auch den Zuhörern zu Teilen bekannt. Fragezeichen aber eben auch genau, wenn der Dollar abnimmt im Sinne der zentralen Währung global, welche Position könnte in dieser Ordnung Bitcoin einnehmen? Auch nur kurz dazu, Volker, gerne an dich nochmal und auch an dich, Carsten. Ganz kurz, also nicht korrelierte Assetklassen stehen verstärkt im Fokus. Mhm. Man muss die Risiken und Chancen von diesen Anlageprodukten kennen. Das heißt, es ist immer das regulative Thema im Hintergrund, das Charaktermerkmale nehmen kann. Aber ich sehe ähnlich wie bei Edelmetallen hier eine Buy-the-Dip-Strategie, weil nochmal die Technologie, Blockchain steht sowieso im Vordergrund. Und man sieht, dass viele Teilnehmer in der globalen Wirtschaft sich dieses Themas in der Tendenz mehr annehmen. Und das heißt, dass man hier auch eine Buy-the-Dip-Strategie fortsetzen kann. Wenn man sich anschaut, ja, es ist volatil, man muss ja auf Volatilität einstellen, vielleicht mehr Volatilität als bei Edelmetallen, aber es ist eine nicht korrelierte Assetklasse und nicht korrelierte Assetklassen haben im Moment gute Chancen. Mhm, danke. Carsten? Der Dollar wird als Weltleitwährung nicht in Frage stehen in den nächsten Jahren, auch wenn die Bedeutung abnimmt. Das kann man ja jetzt schon erkennen, ganz klar. Da geht es aber natürlich insbesondere auch um das Thema Handelstransaktionen abwickeln etc. pp.
da werden auch die Krypto-Assets nichts dran ändern und nichts dran rütteln in meinen Augen. Aber Bitcoin und Co. sollte man natürlich im Blick behalten. Man muss deutlich unterscheiden zwischen Bitcoin und anderen Krypto-Assets. Und um jetzt an dieser Stelle mal nur auf den Bitcoin einzugehen, es gibt immer mehr Menschen, die betrachten dieses Asset als Store of Value, als Wertspeicher und das im Unterschied zu jeglichen anderen klassischen Währungen, weil man eben sieht, dass hier eine Zentralinstanz immer mehr druckt von Euro und von Dollar und von anderen klassischen Währungen. Und Bitcoin einfach die Angebotsmenge begrenzt ist und wir dann aber ja eben auch Entwicklungen haben, die die Nachfrageseite stärken. Der letzte Punkt, den wir gerade hatten, ist die Zulassung der von Seiten der SEC für Bitcoin-ETFs. Und das sorgt einfach dafür, dass die Nachfrage bei begrenztem Angebot steigt. Und deswegen bin ich mit dem Disclaimer, erhöhte Volatilität mit Sicherheit wird uns erhalten bleiben, aber grundsätzlich positiv, was das angeht. Unsere Prognose ist da, die Größenordnung, ich glaube $48.000, ne, haben wir so ein Stück weit mal veröffentlicht. Ja. Magst du kurz was dazu sagen? Aber ja. Genau, wir haben $48.000 draufstehen, mit einem noch größeren Augenzwinkern als bei unseren anderen Prognosen. Das müssen wir ganz klar sagen, die Volatilität ist extrem. Aber es geht eben darum zu zeigen, dass in unseren Augen das Potenzial da ist, dass wir weiter steigende Kurse sehen. Und das, da würde ich durchaus den Blickwinkel eben auch auf die nächsten Jahre richten. Ich glaube, das ist eine Assetklasse, die im Begriff ist, sich zu etablieren und eine größere Rolle spielen wird. Ja. Danke dafür. Die Aktien, Volker, du kriegst den Start. S&P 500, wie siehst du das, den großen? Ich mache es ganz einfach. Ich sehe die globale Wirtschaft. Ich habe schon gesagt, das nominale Wachstum ist die entscheidendere Größe, weil nicht alle Kosten, die über Inflation kommen, eins zu eins sofort anfallen. Da haben Unternehmen meistens Spielräume, um davon sogar zu profitieren. Ergo, Klassiker für die etablierten westlichen Märkte, sehe ich, ich mache es mir einfach, mit dem Augenzwinkern dann, Carsten, Potenzial 5-7% auf der Oberseite, ausgehend von den Höchstkursen 2023. Das Ganze auch mit gewisser Volatilität, so wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, aber an der Spitze 5-7%. Und 5% sage ich, weil ich aus Hamburg komme. 7% würde ich sagen, wenn ich nicht aus Hamburg gehe. Sehr schön, genau. Dann zu dem Thema S&P 500 und DAX. Die Prognosen, die Punktprognosen, die wir haben zurzeit noch, sind 17.300 für den DAX und 15.000 für den S&P 500. Das ist weniger Potenzial noch als das, was Volker eben gerade skizziert hat. Aber auch hier geht es ja darum, vor allen Dingen die Perspektive auszuloten. Also ich glaube, wir befinden uns in einem Umfeld, das ist bestimmt herausfordernd. Das haben wir eben skizziert. Das wird auch den einen oder anderen Rücksetzer mit Sicherheit nochmal geben im Jahresverlauf, sei es aus geopolitischen Gründen, politischen Gründen, vielleicht weil die Inflation dann doch nochmal vor dem geopolitischen Hintergrund wegen steigender Ölpreise etwas zulegt. Aber tendenziell sind wir in einem Umfeld und auch da würde ich den Blick jetzt noch mal ein bisschen weiterschweifen lassen für die nächsten Jahre, dass wirklich außerordentlich positiv für Aktien sein kann, wenn die Unternehmen, das haben wir aber auch gesagt, in der Lage sind, in diesem innovativen, dynamischen Umfeld zu bestehen. Und abgesehen von kurzfristigen Zinsentwicklungen und Dinge, die wir eben angesprochen haben, werden in den nächsten Jahren massiv Investitionen kommen von Unternehmen und von Staaten in die Dinge, die wir auch besprochen haben, nämlich Infrastruktur, Resilienz von Lieferketten, Verteidigung, Bildung und davon werden Unternehmen profitieren. Darum Aktien gehören unbedingt ins Depot in meinen Augen. Ganz kurz noch ein Punkt. Unten sehe ich die Frage, was passiert mit Uran? Ich antworte, wenn wir sehen, wie viele Atomkraftwerke auf der Welt gebaut werden, bedeutet das mehr Nachfrage, tendenziell fester, wird aber auch wird partiell gemanagt, der Preis. Gut. Ja, zu Aktienmärkten, Eurostoxx, Europa nochmal ganz konkret und auch nochmal Nasdaq mit einer mutigen Einschätzung in Bezug auf diese extreme Performance im Jahr 2023. Wie seht ihr das heute? Also erst den Eurostoxx mal kurz und dann nochmal zur Nasdaq. Doch nochmal. Also Eurostoxx und auch für den DAX gelte das. Mhm. Sollten wir im Jahr 2024 eine Befriedung der Situation in Richtung diplomatischer Lösung im Ukraine-Krieg bekommen, dann wird meines Erachtens werden viele Short-Positionen, die es auf den Eurostoxx, auf den DAX gibt, zurückgenommen. Dann haben wir hier eine Chance auf eine Outperformance, eine sogenannte Relief Rally, die dann einsetzt neben diesem Grundrauschen, das ich beschrieben habe. Ich muss sagen, ich wünsche es mir von Herzen für die Menschen in der Ukraine und nicht nur in der Ukraine, alle Betroffenen dort vor Ort.
Das, aber ansonsten bleibe ich bei 5-7%. Wenn du den, nach dem Nasdaq fragst, wir haben dort eine Outperformance gesehen und ich sehe jetzt eher im Rahmen eher des Grundrauschens das Mitlaufen. Die Top 7 können eine leichte Outperformance bringen, aber ich sehe grundsätzlich hier auch erstmal 5-7%. Das ist ein gewisser Konservatismus, auch aufgrund dessen, dass wir eben schon viel Wegstrecke gemacht haben. Wir keine, meines Erachtens, keine brachialen Korrekturen sehen werden in diesem Sektor, aber jetzt eher mitlaufen im Rahmen des Marktes. Das ist die Prognose. Ja, Eurostox 50 haben wir vom Kursziel her und die Kursziele stammen, aber muss man auch sagen, von Mitte November. Ne? Also da ist ein Großteil nämlich schon abgefrühstückt worden. Mhm. Volker hat das eben gerade auch angesprochen. Kursziel beim Eurostox 50 haben wir 4.700 Punkte. Nasdaq haben wir kein separates Kursziel, aber dazu vielleicht auch nur ein Gedanke. Technologie ist und bleibt Key Investment. Also das, glaube ich, da wird man, wenn man auf der Aktienseite unterwegs ist, überhaupt gar nicht drum rumkommen. Die Grenzen verschwimmen ja auch immer mehr. Volker hatte das angesprochen, Technologie spielt in jedem Unternehmen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt KI, eine zunehmende Rolle. Und natürlich werden auch die Technologieunternehmen selber im Mittelpunkt stehen, wenn eben diese von mir gerade angesprochenen Investitionen in den kommenden Jahren kommen werden. Mhm. Danke, ja. Ein schon nahezu Schlusswort von dir, Carsten. Ich würde gerne an Volker als unseren Gast weitergeben und dich um ein Schlusswort, eine Zusammenfassung bitten, uns noch einmal zu geben, also aus deinem Blick für die Perspektive 2024. Zuversicht ist gewährleistet. Ich wünsche der Welt und den Führern der Welt Rationalität, Verantwortung für die Menschen, für die Strukturen und ich wünsche uns Strukturaufbau, ich wünsche uns Optimierung und ich wünsche uns auch etwas mehr Glauben an Technologie, weil Technologie manchmal viel mehr bewirkt als Verbotspolitik, Ordnungspolitik. Und wenn wir diese Wege gehen, dann werden wir sehen, dass die Menschen mit der Politik zufriedener sind, dass damit die Resilienz der politischen Systeme und damit auch der wirtschaftlichen Systeme zunimmt. Wenn diese Lernkurven da sind, dann bin ich zuversichtlicher, als ich es hier in diesem Format dargestellt habe. Voilà. Also vielen Dank für dieses Schlusswort. Carsten, möchtest du etwas ergänzen? Kann ich nur unterschreiben. Also Zuversicht sollten wir nicht verlieren, aber vielleicht auch doch noch eine kurze Ergänzung. Ich habe das auch kurz angerissen. Ja, ja. Ich bin ausgesprochen optimistisch, was die nächsten 10 Jahre angeht. Ich glaube, wir werden in 10 Jahren zurückschauen und sagen, das waren enorme Herausforderungen, aber wir haben sie gut gemeistert. Ich glaube übrigens auch, dieser Hang zu mehr Autokratismus, den wir zurzeit sehen, also autokratische Systeme werden mehr, Demokratien werden weniger im Moment. Das ist einfach dieser Transformationsphase und dieser Unsicherheit geschuldet. Wir merken eben oder Menschen merken, das, was 30 Jahre lang gesetzt war, ist nicht mehr. Die Zukunft wird anders sein, aber die ist noch so ein bisschen nebulös. Und da gibt es eben viele, die einfach sagen, ich weiß genau, wo es lang geht, folgt mir einfach. Es gibt sogar einige, die sagen, ich drehe das alles um, ich gehe wieder zurück. Das wird also überhaupt keine Chance natürlich haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Demokratie und Marktwirtschaft hier am Ende Vorteile haben, weil sie die Weichen dann richtig stellen können und weniger fehleranfällig sind in the long run. Jawohl. Ein Gedanken dazu noch, weil sie die freiheitlichen Systeme schaffen die Grundlage für Kreativität. Und die Kreativität ist das, was uns aus dem dunklen Mittelalter zum Zeitgeist der Aufklärung führte und was die Grundlage für den Erfolg darstellt, in dem wir leben. Und das Besinnen darauf, das ist von elementarer Bedeutung, da bin ich vollkommen bei dir, Carsten. Ja, sehr vielen Dank für diese beiden Schlussworte, für die pointierten Schlussworte. Es geht um Intelligenz, Rationalität, was insbesondere zum Schluss oder über die gesamte Veranstaltung heute gar nicht gefallen war, war das Wort KI oder der Begriff KI. Und natürlich machen wir das fast jetzt nicht auf, wir sind 10 Minuten über der Zeit knapp. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Dabeibleiben, auch für Ihre Fragestellung. Wenn wir noch Fragen sehen, die dort prägnant sind, dann würden wir sie auch selbstverständlich gerne individuell beantworten. Das tun wir immer so aus diesen Talks heraus. Nochmal meinen vielen herzlichen Dank an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, als unsere Zuhörer.
an Carsten und an Volker für euren wirklich dezidierten und pointierten Input. Und mir bleibt noch zu sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass der nächste Märkte mit Mumm Call am 9.2. stattfindet. Im Februar wird es einen Krypto-Talk geben und tendenziell im ersten Vierteljahr nochmal ein Thema CBDC, europäischer Euro oder digitalisierter europäischer Euro. Ich wünsche Ihnen wie immer am Ende dieser Veranstaltungen ein gutes Händchen, das gehörige Quäntchen Glück, das auch dazu gehört, in all den Aufgaben, die Sie wahrnehmen, in Verantwortung für Ihre Kunden und auch für sich selbst, Ihre eigenen Portfolios. Haben Sie ein gutes Händchen, bleiben Sie zuversichtlich, so wie unsere beiden Protagonisten, und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.